Ich glaube, jetzt sollte es laufen. Okay, also ein bisschen hat hier das ganze Streaming-Setup Staub angesetzt über die vorlesungsfreie Zeit. Aber jetzt sind wir wieder gut zu hören. Und wenn es noch so ein paar kleine erste Probleme bei dem ersten Streaming heute gibt, einfach Bescheid geben gleich im Chat und dann fixen wir das. Und das wird dann im Laufe des Semesters immer besser. Sie stellen sich eh gerade schon oder sie begrüßen sich eh gerade schon untereinander im Chat und das ist immer so das Erste, was wir machen. Also wenn Sie Lust haben, schreiben Sie einfach Hallo in den Chat rein, guten Morgen oder so, keine Ahnung, was Sie da machen wollen. Das Ganze ist ja irgendwo auch eine Lehrveranstaltung oder zumindest eine Lernveranstaltung und da gehört sich ja auch so ein bisschen, dass man sich untereinander begrüßt. Es ist dann auch nicht so eine ganz anonyme Angelegenheit. Und ich weiß, dass Sie da sind und weiß nicht, dass ich wieder gegen irgendwie so eine leere Wand anrede. Wenn es jetzt heute irgendwelche Fragen gibt zu den Inhalten, die ich vorstelle, wir werden ja heute auch so ein bisschen was Organisatorisches machen, dann einfach direkt in den Chat reinschreiben. Das können Sie sowieso immer machen, egal was wir heute oder auch in den nächsten Wochen hier in diesem Stream tun. Sobald Sie irgendwie eine Frage haben, sobald es irgendwie Probleme gibt oder auch wenn Sie Hinweise haben zu dem, was wir gerade tun, einfach in den Chat reinschreiben. Ich sehe das immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Das erkennen Sie daran, dass ich nicht mehr ganz in die Kamera schaue. Und dann gehe ich auch auf das ein, was Sie mir so sagen. Vielleicht ganz kurz noch was zu dem, wie Sie in den Chat reinschreiben. Das ist jetzt hier kein Hörsaal. Also weder müssen Sie irgendjemanden siezen, noch sich melden, bevor Sie schreiben, noch müssen Sie super förmlich und formal irgendwas reinschreiben. Sie können sich hier genauso verhalten, wie Sie das irgendwie vielleicht in anderen Chats tun würden. Aber denken Sie vielleicht ein bisschen dran, dass das ja hier immer noch kein Let's Play ist, sondern auch irgendwo eine Lehrveranstaltung. Also passen Sie Ihren Ton vielleicht einfach dem an, was Sie für angemessen halten. Und sonst bannen wir Sie. Das vielleicht tatsächlich auch nochmal zum Hinweis, das Ganze, was Sie hier von uns mitbekommen in den Streams, ist so eine Zusatzveranstaltung zu dem VHB-Kurs Mobile Apps für Android. Das heißt, das ist vollständig freiwillig, das ist ein extra Angebot von uns. Das können Sie wahrnehmen, Sie können sich das auch im Nachhinein als Video anschauen, aber das ist kein Muss. Also fühlen Sie sich nicht gezwungen und wenn Sie hier sind, dann arbeiten Sie motiviert mit. Ich habe jetzt schon eingeordnet, wo wir gerade sind. Wir sind im Android-Kurs. Mobile Apps für Android heißt das ganz offiziell, Anwendungsentwicklung für Android, glaube ich, sogar noch offizieller. Und das ist ein Kurs, den die VHB, die Virtuelle Hochschule Bayern, anbietet. Und der Kurs wird ausgerichtet in Kooperation zwischen der Universität Passau und der Universität Regensburg. Mein Name ist Alexander Baso und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg, ganz konkret am Lehrstuhl für Medieninformatik. Und da beschäftige ich mich mit Softwaretechnik, mit der Verbesserung der Programmierausbildung und betreue in diesem Rahmen dann in diesem Semester diesen Kurs. Und im Sommersemester wird das Ganze immer von den Leuten aus Passau betreut. Ich mache das nicht alleine, sondern habe ein sehr gutes Team an meiner Seite aus drei Tutoren, die alle über ausreichend viel Erfahrung verfügen, um sie im Laufe dieses Semesters dann auch bei der praktischen Arbeit im Kurs zu unterstützen und die vor allem auch gemeinsam mit mir die Übungssitzungen betreuen werden, in denen wir dann gemeinsam mit Ihnen über das sprechen werden, was Sie so im Laufe der Woche bezüglich der praktischen Übungsaufgaben entsprechend gemacht haben. Und bevor wir jetzt in die ganzen inhaltlichen Sachen einsteigen, würde ich auch direkt zu diesem Team überleiten und Okay, gut, dann stelle ich mich mal vor. Nochmal den Teil, den man vielleicht vorher auch schon gehört hat. Ich bin der Lukas. Ich bin jetzt zum dritten Mal Tutor, zum zweiten Mal hier im Android-Team mit dabei. Einige von euch kennen mich vielleicht schon aus dem OOP-Kurs vom letzten Semester, falls die in Regensburg studieren. Ich studiere auch in Regensburg. Ich bin mittlerweile im fünften Semester und kurz vorm Bachelorabschluss. Genau, das wäre so eigentlich alles über mich. Glaube ich.
Hopsa. Also ich bin der Anton Aleschik. Man kennt mich vielleicht auch aus letzten Semestern aus diversen anderen Kursen. Und bin jetzt das erste Mal auch hier bei Android dabei, bin in meinem ersten Mastersemester und freue mich drauf, euch betreuen zu dürfen. Also die zwei Gruppen, die tatsächlich dran glauben müssen. Genau, und ich bin der Pascal. Ich bin aktuell im sechsten Semester und studiere auch Medieninformatik. Und ja, ich freue mich auch schon drauf, die Übungsgruppen betreuen zu können. Und ich hoffe, dass ihr da genauso motiviert dabei seid wie wir. Okay, vielen Dank. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt irgendwas Sinnvolles gesagt, weil ich euch jetzt nicht gehört habe. Aber ich glaube, ich vertraue, dass ihr irgendwie euch sehr gut vorgestellt habt und werde mir das dann im Nachhinein nochmal im Video, was wir dann nach dem Stream bereitstellen, auch nochmal anhören und prüfen, wie ihr euch vorgestellt habt. Damit es jetzt nicht noch mehr Probleme gibt, würde ich sagen, wechseln wir mal zu der One-Man-Show wieder. Vielen Dank an euch, dass ihr euch vorgestellt habt. Ich glaube, zumindest Anton bleibt jetzt auch noch so ein bisschen im Hintergrund da, weil wir gleich noch ein bisschen was anderes zeigen wollen. Aber erstmal müssen jetzt die Zuschauerinnen wieder mit mir vorlieb nehmen. So, da bin ich wieder, ganz alleine. Ein paar Sachen, die jetzt gerade schon im Chat aufgekommen sind. Ja, Sie können auch, wenn Sie unabhängig von irgendwie VHB oder so, an diesem Kurs irgendwie teilnehmen möchten oder zumindest an den Streams irgendwie teilnehmen möchten, auf unseren Discord kommen. Wir haben da so einen Gastbereich auch eingerichtet und ich würde vielleicht einfach einen der Tutoren nochmal bitten, im Lauf des Streams den Link zu posten. Wenn Sie uns einen ganz großen Gefallen tun, jetzt muss ich kurz überlegen. Machen Sie das am besten so. Gehen Sie auf unseren Discord-Server. Der Link, der wird gleich gepostet. Das betrifft jetzt wirklich nur die Leute, die nicht über die VHB an diesem Kurs teilnehmen. Die haben ja den Link schon bekommen und von denen wissen wir, dass die Studierende sind, etc. Nur wirklich die Leute, die einfach aus Jux und Dollerei, weil sie den Stream so toll finden oder auch nicht, auf den Discord wollen. Gehen Sie auf den Discord. Link kommt gleich im Chat. Und schreiben Sie dann, wenn Sie auf dem Discord sind, irgendjemanden von uns an, also von mir, Lukas, Anton oder Pascal, in einer Direktnachricht, sodass wir Ihnen dann diese Gastrolle zuweisen und Sie dann auch die Dinge sehen, die Sie sehen sollen. Okay, dann machen wir mal weiter. Und nachdem wir uns jetzt vorgestellt haben, werden wir auch vielleicht oder interessieren wir uns vielleicht auch ein bisschen für Sie und ich würde vielleicht einfach, wie Sie das, wenn Sie da im letzten Semester schon dabei waren, gewohnt sind, einfach ein paar Fragen stellen und Sie können im Chat irgendwie mit Zahlen oder mit kurzen Wörtern antworten. Es gibt dann bestimmt auch wieder einen Chatbot im Discord. Ich glaube, den haben wir jetzt noch nicht eingerichtet. Also wenn Sie dann lieber irgendwie anonym aus dem Discord raus in den Twitch-Chat posten möchten, das richten wir dann, falls noch nicht geschehen, im Lauf der nächsten Tage ein. Aber vielleicht erstmal ein paar Fragen. Was halten Sie denn so von Lernveranstaltungen so früh am Morgen? Vielleicht mal auf so einer Skala von 1, das ist überhaupt nicht Ihr Ding, bis zu 5, 8:30 Uhr finde ich klasse, könnte auch 8 Uhr sein. Wie stehen Sie dazu? Einfach mal in den Chat reinposten. Okay, niemand traut sich zu sagen, doch, da traut sich jemand zu sagen, dass das viel zu früh ist. Wir machen das deshalb so früh, weil wir ja von ganz, ganz vielen verschiedenen Hochschulen hier Leute haben. Und freitags um 8 Uhr ist vielleicht irgendwie noch die größte Chance, dass da keine anderen Lehrveranstaltungen sind. Für die Leute, für die das zu früh ist oder die vielleicht tatsächlich andere Veranstaltungen auch haben, wir stellen das immer zeitnah dann auch zur Verfügung, die Aufzeichnung von dem Stream. Vielleicht eine nächste Frage. Wie finden Sie Twitch so als Lernplattform oder als Plattform für solche ja, Vorlesungen oder praktische Demonstrationen im Rahmen von Kursen? Können Sie auch einfach mal wieder eins finde ich eher schlecht, zwei keine Ahnung, drei finde ich super.
reinposten. Oder auch nach dem gleichen Schema. Okay, also nehmen wir mal an, dass da jetzt auch viele Leute im Chat sind, die im letzten Semester mit uns den OOP-Kurs gemacht haben und offensichtlich haben wir sie nicht komplett abgehängt oder abgeschreckt mit dem, was wir im Winter gemacht haben. Aber wir machen das übrigens, kleiner Hinweis an die Leute aus Regensburg, jetzt in diesem Semester genauso wieder. Also dieses Stream wird dazu dienen, dass wir praktisch an Aufgaben arbeiten, werden vielleicht immer so ein kleines bisschen in den ersten Minuten zusammenfassen, was sie sich im Vorfeld durch Foliensätze oder Videos angeschaut haben. Aber hier wollen wir vor allem praktisch arbeiten und werden das ein bisschen komplexer machen als im Winter. Wir sind ja jetzt nicht mehr in einem Anfängerprogrammierkurs. Das heißt, wir werden da vielleicht auch ein bisschen reflektierter, noch stärker darüber sprechen, warum wir bestimmte Dinge im Code machen und dann auch gemeinsam gute Lösungen finden. Wenn Sie jetzt schon alle sagen, dass Sie Twitch irgendwie super finden und zumindest nicht alle von Ihnen hier irgendwie mit einem halbschlafenden Auge nur aufgetaucht sind, wie motiviert sind Sie denn für den Kurs? Sagen Sie mir mal, auch wieder auf so einer Skala von 1 bis von 1 wie ich bin halt hier, weil das im Modulhandbuch steht, zu 5 Android-Apps wollte ich schon immer mal programmieren. Wie motiviert Sie jetzt irgendwie an diese Veranstaltung rangehen? Okay, das scheint ja auch halbwegs positiv zu sein. Dann vielleicht so eine letzte Frage, die wir dann vielleicht so als Übergang zu so einem kleinen Überblick über die Kursplattform nehmen können. Wir haben ja so einen ersten kleinen Vorlesungsteil in Anführungsstrichen gestern veröffentlicht. Vielleicht eine kurze Frage. Haben Sie sich die Folien und auch dieses kleine Einführungsvideo, vielleicht sogar das Übungsblatt schon angeschaut? Schreiben Sie mal einfach Ja oder Nein rein, ob Sie sich gestern schon so ein bisschen mit den ersten Inhalten beschäftigt haben oder vorher vielleicht auch schon. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super schlimm, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. In Zukunft werden die vielleicht auch ein bisschen früher veröffentlicht werden. Wenn wir dann so richtig einsteigen in die praktische Arbeit in den Streams, ist das wahrscheinlich schon nicht verkehrt, wenn Sie vorher mal einen Blick drauf geworfen haben. Einfach, damit wir nicht im Stream immer quasi komplett neu anfangen müssen, sondern Sie zumindest so ein paar Konzepte schon im Hinterkopf haben. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass ich Ihnen vor dem Hintergrund vielleicht einfach mal ein paar von den Plattformen zeige, die wir hier im Kurs so verwenden. Ich werde jetzt wieder ein kleines bisschen hin und her wechseln, was die Szenen und die Dinge angeht, die sie sehen. Wenn es wieder irgendwelche Tonprobleme gibt, ich weiß nämlich nicht, ob ich das jetzt global geregelt habe, dann sagen sie einfach wieder Bescheid. Das hier, ist die Webseite der Virtuellen Hochschule Bayern. Das ist quasi das elektronische Vorlesungsverzeichnis von dem und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich, indem Sie über den Reiter Wirtschaftsinformatik und dann diesen Punkt hier Einführung in die Entwicklung von mobilen Anwendungen in Klammern Apps für das Betriebssystem Android, das ist der offizielle Titel unseres Kurses, auf diese Veranstaltung gestoßen oder sich für diese Veranstaltung angemeldet haben. Wenn Sie sich in diesem Kurs angemeldet haben, das kann ich Ihnen jetzt nicht vormachen, weil ich keinen Studierenden-Login leider für die VHB habe, dann sollten Sie hier irgendwo einen Link sehen, nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, auf diese Ilias-Kurs. Meines Wissens, und korrigieren Sie mich bitte sofort, wenn das nicht stimmt, müssen Sie, um diesen Ilias-Kurs zu erreichen, immer den Umweg über die VHB gehen. Können Sie das mal ganz kurz bestätigen? Das ist nämlich mein Status, dass zumindest die Leute, die nicht in Passau studieren,
sich nicht direkt in Ilias anmelden können. Vielleicht sogar die auch nicht. Ist ein bisschen blöd, können wir auch nicht ändern. Also wir sind immer an das gebunden, was da auch die Kooperationspartner uns so ein bisschen vorgeben, auch was die Inhalte angeht. Machen Sie sich ein Lesezeichen. Und falls irgendjemand eine gute Idee hat, wie das vielleicht irgendwie schneller geht, posten Sie das im Discord. Dann profitieren alle davon. Wenn Sie jetzt, weil ja gerade die Frage kam, als komplett externe Personen an dem Kurs teilnehmen wollen, dann können wir Ihnen in Discord die ganzen Sachen geben. Wir werden wahrscheinlich auch in Discord Links zu den direkten Materialien posten. Auf diesen Ilias-Kurs und auf die VAB können wir Sie leider nicht irgendwie freischalten. Da müssten Sie sich dann selber in der VAB anmelden, um den Kurs zu besuchen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was man hier so sieht, und dazu wechsle ich in so eine Ansicht, die wahrscheinlich dem entspricht, was Sie auch tatsächlich sehen können. Das ist unser Kurs. Hier am Anfang ein paar allgemeine Informationen über uns und über den Kurs, das Forum, in dem Sie auch selber Fragen stellen können, wenn Sie möchten. Hier rechts sehen Sie den Kalender. Da habe ich mal alle wichtigen Termine eingetragen und da kommen bestimmt auch noch weitere zu. Da können Sie sich informieren, wann das Projekt abgegeben werden muss, wann die Klausur in Anführungsstrichen vielleicht ansteht, wann die Streams sind. Also das hier ist unser gemeinsamer Kurskalender. Es gibt zu jedem, kommen wir da später zu, erstmal noch vielleicht ein paar Sachen, die jetzt erst temporär oder nur temporär wichtig sind. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, wir haben hier so eine kleine Umfrage eingerichtet. Da können Sie uns einfach ein bisschen was mitteilen über sich und über Ihre Erwartungshaltung zum Kurs. Also falls noch nicht geschehen, gerne mitmachen. Und falls Sie weder an der Universität Regensburg Informationswissenschaft und Medieninformatik studieren und sich deshalb schon im LSF für eine Übung angemeldet haben oder sich als anderer Student, andere Studentin noch nicht um einen Platz in einer Übungsgruppe gekümmert haben, aber an diesen regelmäßigen Online-Übungen teilnehmen möchten, dann können Sie hier tatsächlich draufklicken und dann können Sie sich unter den noch freien Plätzen einen aussuchen und wir tragen die dann nach. Also da steht gerade was, was unglaublich interessant ist. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, dass diese VAB-Irgendwas-Accounts keine wirklichen Gastlogins sind. Aber wenn das da funktioniert, was Albi0815 gerade geschrieben hat, dann ist das ja quasi schon fast ein Game-Changer. Das können Sie ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn ja, dann, weiß ich nicht, kriegen Sie einen halben Punkt mehr in der Online-Klausur. Weil das tatsächlich, glaube ich, das Leben von vielen Menschen erleichtern würde. Also wenn Sie das mal checken, zur Sicherheit vielleicht auch dann später nochmal in den Discord rein posten, damit das nicht verloren geht. Und wenn das tatsächlich funktioniert, dann müssen Sie nur noch einen Bookmark auf den Ilias-Kurs setzen, sich dann einloggen und vielleicht funktioniert es dann ja tatsächlich. Okay, also, wie auch immer, wenn Sie noch einen Platz für eine Online-Übung brauchen, können Sie sich hier einen reservieren und wir tragen Sie dann im Laufe der nächsten Tage im Discord auch so ein, dass Sie dann diesen Übungsbereich, diesen Lerngruppenbereich von Ihrer Gruppe tatsächlich sehen. Falls noch nicht geschehen und auch wieder für alle Nicht-Regensburger MI- oder IW-Studierenden, Sie müssen so einen Qualifikationstest bestehen, damit Sie weiter an dem Kurs teilnehmen können oder sollten, den finden Sie hier und den können Sie noch bis heute Abend ausfüllen. Wir werden dann übers Wochenende oder ich werde übers Wochenende versuchen, die Sachen zu korrigieren, sodass wir Ihnen dann am Anfang der nächsten Woche da auch die Ergebnisse im Ilias-Kurs übermitteln können. Machen Sie sich da keine Sorgen, das ist wirklich Basic Java. Wenn Sie irgendwie schon mal einen Grundlagenkurs Programmieren mit der Programmiersprache Java gehört haben, sollten Sie da keine allzu großen Probleme haben. Die Leute, die das schon ja gemacht haben, den Test, können das ja vielleicht bestätigen, ohne jetzt irgendwelche Antworten zu posten. Aber ich glaube, das ist ein machbarer Test, wenn man irgendwie ein Semester Java gemacht hat. Darunter wird es dann erstmal spannend und da finden Sie nämlich die ganzen Vorlesungsmaterialien. Und Vorlesungsmaterialien, wir können da ja mal in eine Ansicht reingehen.
Den Test müssen Sie nur machen, wenn Sie nicht in Regensburg Medieninformatik oder Informationswissenschaft studieren. Also, wenn Sie irgendwas anderes machen, dann machen Sie den Test. Oder anders gesagt, wenn Sie unseren Einführungskurs in die Programmierung OOP nicht bestanden haben oder noch nicht belegt haben, aus welchem Grund auch immer, dann müssten Sie diesen Test machen. Aber wie gesagt, das ist echt machbar. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Das Ding ist auch, wenn Sie diesen Test, genau, Regensburger nicht, wenn Sie den Test aus irgendeinem Grund nicht bestehen würden, dann ist das eigentlich für Sie auch ein Indikator, dass Sie hier in dem Kurs große Probleme haben, weil gleichzeitig Java lernen und das machen, was wir eigentlich in dem Kurs machen wollen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also könnte man vielleicht auch irgendwie hinbekommen. Aber Java mit Android lernen, weiß ich nicht, ob das so eine super Idee ist. Vor allem, weil wir da nicht so ganz Rücksicht nehmen können auf Leute, die überhaupt kein Programmiervorwissen haben. Was ich Ihnen ja eigentlich zeigen wollte, ist diese Ansicht von den verschiedenen Vorlesungseinheiten. Und Sie finden da immer einen Foliensatz, ein Vorlesungsvideo, ich sage da gleich zu was, und so eine Lernstandskontrolle. Das ist ein Quiz, mit dem Sie checken können, ob Sie die Folien gelesen haben. Das ist mehr so weniger so ein 1-zu-1-Matching. Wenn Ihnen das was hilft, können Sie das gerne machen. Ich glaube, das Wichtigste, um zu prüfen, ob Sie im Kurs immer an der richtigen Stelle sind und gut mitkommen, ist, dass Sie die Übungsaufgaben regelmäßig machen. Die beziehen sich immer auf das, was wir vorher im Kurs gemacht haben. Und wenn Sie die Übungsblätter gerne auch mit Hilfestellung von uns erfolgreich bearbeitet haben und eine halbwegs gute Lösung implementiert haben, dann sind Sie auf dem richtigen Track, auch den Rest vom Kurs zu bestehen. Also das sollte Ihre Lernstandskontrolle sein, die Übungsblätter. Die Materialien von dem Kurs sind teilweise ein bisschen in die Jahre gekommen und ich werde versuchen, das im Laufe des Semesters alles zu aktualisieren. Ich werde auch versuchen, Ihnen zu den wichtigsten Themen neue Lernvideos zu produzieren. Deshalb sehen Sie auch für diese erste Sitzung noch kein neues Video, weil diese Grundlagen, was ist Android und welche Version ist gerade aktuell, das glaube ich, können Sie auch aus den Folien entnehmen. Aber Sie werden dann merken, im Laufe der nächsten Woche und der übernächsten Woche und so weiter, die wirklich zentralen Themen, die werden auch nochmal anders aufbereitet, Ihnen dann präsentiert. Also machen Sie sich keine Sorgen, Sie müssen nicht immer einfach nur Folien lesen, um den Kurs hier zu verfolgen. Sie werden Videos, Vorlesungsaufzeichnungen finden, teilweise, die ein bisschen älter sind. Und die zentralen Stellen, die werde ich auch durch neue Sachen ergänzen. Diese Übungsaufgaben, die finden Sie immer, wenn Sie auf den entsprechenden Link klicken. Und jetzt schauen wir mal, dass es das hoffentlich funktioniert. Genau. Dann lädt sich so eine Webseite. Das ist die Online-Variante von so einem klassischen Übungsblatt, was Sie vielleicht sonst immer als PDF kennen, da können Sie sich durchscrollen und sich anschauen, was Sie in dieser Woche machen sollen. Da gibt es auch immer ein Inhaltsverzeichnis. Sie können sich zu den bestimmten Zeitpunkten dann den Startercode herunterladen. Startercode ist immer so ein kleines Android-Projekt, mit dem Sie beginnen, die Übungsaufgabe zu bearbeiten. Wenn Sie das auf Ihrem Rechner entpackt haben und in Android Studio geöffnet haben, können Sie diese Aufgaben abarbeiten und dann finden Sie, ich weiß gar nicht, ob direkt zu Beginn, das müssen wir vielleicht nochmal besprechen, oder dann immer in der nächsten Woche so einen Lösungsvorschlag, eine kommentierte Fassung davon, wie wir uns vorstellen, dass diese Aufgabe gelöst werden könnte. Das heißt nicht, dass das die perfekte Lösung ist, das heißt auch nicht, dass alles andere falsch ist, sondern das heißt nur was, das ist ein Ansatz, mit an dem Sie sich orientieren können. Und natürlich besprechen wir das alles dann auch in den Übungen. Wir werden diese Nicht-PDF-Ansicht, diese Online-Ansicht im Laufe des Semesters auch ein bisschen evaluieren und ein bisschen erweitern. Also da gibt es bestimmt ein paar interessante Ansätze, mit denen wir Ihnen erleichtern können, mit diesen Handouts zu arbeiten. Und ich ergänze auch später noch so einen kleinen PDF-Button, mit dem Sie sich das Ganze, falls Sie offline arbeiten wollen, entsprechend auch herunterladen können. Okay, das so zu den wesentlichen Plattformen, was den Browser angeht. Es gibt noch ein bisschen mehr, was wir uns anschauen. Und das wäre jetzt so der letzte Teil von unserer kleinen Plattform-Tour, bevor wir
dann in die praktische Arbeit einsteigen. Und in diesem letzten Teil würde ich gerne mit Ihnen einen kleinen Blick auf unseren Discord-Server werfen. Dazu wechsle ich jetzt gleich wieder die Ansicht. Und ja, Sie sehen jetzt meinen Desktop und Sie sehen Discord. Ganz kurz eine Frage an den Chat wieder. Schreiben Sie einfach mit Ja oder Nein. Discord kennen Sie alle, oder? Also ich habe mal überflogen, was so in der Umfrage rausgekommen ist. Ich glaube, da sind jetzt keine Leute dabei, die noch nie irgendwie mit Discord gearbeitet haben oder das genutzt haben. Das heißt, das Grundkonzept ist Ihnen klar. Wir haben hier unseren Server, da gibt es ganz viele Kanäle. Ich zeige Ihnen mal, wie das ausschaut, wenn... Na, ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie das ausschaut, wenn Sie das sehen. Es ist nicht super geheim, was hier steht. Das hier sehen Sie nicht. Das ist unser interner Bereich, in dem wir diese wunderbare Lehrveranstaltung für Sie planen. Und dann gibt es ein paar andere Sachen, die Sie tatsächlich sehen, wenn Sie als Gast oder als Student, als Studentin auf diesem Server angemeldet sind. Ganz wichtig, wir haben hier so einen Support-Bereich. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, also wenn Sie irgendwas wissen wollen, wenn Sie wissen möchten, wann der nächste Stream stattfindet, wenn Sie wissen möchten, warum ich irgendwie vergessen habe, ein Video hochzuladen, wenn Sie wissen möchten, wie Sie jetzt sich genau zur Klausur anmelden wollen, dann melden Sie sich hier unter diesem Punkt Organisatorisches und wir helfen Ihnen dabei. Wenn Sie irgendein Problem mit einer Übungsaufgabe haben, dann melden Sie sich hier unter Inhaltlich, schreiben kurz rein, wo Sie gerade hängen und dann werden wir von da versuchen, Sie zu unterstützen. Entweder können wir Ihnen schnell eine Antwort schreiben oder, weil wir in Discord sind, können wir uns vielleicht auch direkt mit Ihnen zusammensetzen und dann uns vielleicht sogar Ihren Code direkt anschauen und gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden. Wenn Sie auf diesen Server draufkommen, dann können Sie Ihren Nickname ändern. Das ist vor allem für die Studierenden wichtig. Und ich würde zumindest die Nicht-Gäste bitten, falls noch nicht geschehen, dass Sie da Ihren Klarnamen verwenden. Das ist einfach für uns, weil es jetzt eine Lehrveranstaltung ist, ein bisschen schöner und ein bisschen netter und vor allem auch extrem wichtig, weil wir Sie dann zu Übungsgruppen etc. zuordnen können. Sie müssen sich für die Übungsgruppen nicht in FlexNow anmelden. Ich sage gleich was Sie in FlexNow machen müssen für die Regensburger Studierenden, aber das kommt gleich. Wenn Sie hier auf diesem Server angekommen sind und vor allem für die Studierenden, wenn wir Sie einer Gruppe zugeordnet haben, einer Übungsgruppe, dann finden Sie hier im linken Bereich einen dieser Bereiche für Sie plötzlich sichtbar. Also wenn Sie zum Beispiel in der Gruppe 1a sind, das ist die, die Dienstag von 14 bis 15 Uhr tagt, dann sehen Sie hier diese Kategorie und das ist Ihr Arbeitsbereich für die Übung. Da haben wir einen Kanal, über den wir Sie informieren, wenn es irgendwie Änderungen an der Übung gibt oder Ihnen vielleicht ab und zu eine kleine Erinnerung schicken, dass wir uns dann am Dienstag um 14 Uhr treffen. Wir haben einen Chat, in dem wir miteinander uns austauschen können, auch außerhalb der Übung, wenn Sie, und das hoffen wir, das Ganze auch als Art so eine Lerngruppe sehen, wo Sie sich außerhalb von dieser einen Stunde in der Woche auch austauschen können. Und wir haben so einen Sprachchat, wo Sie reinkommen können, wenn die Übung selber stattfindet. Und dann werden wir über diesen Sprachchat, auch über die Video-Features, die es da gibt, dann tatsächlich die Übung abhalten. Gerade hat das schon jemand ausprobiert, also nehme ich mal an, dass es funktioniert, so wie wir das eingerichtet haben. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz was oder sage Ihnen jetzt noch 3-4 Sachen zu Discord, die vielleicht wichtig sind für die Bedienung. Ich sage aber auch gleich, dass hier in dem Discord-Wiki der Anton schon relativ viel vorbereitet hat. Also wenn Sie aus irgendeinem Grund vielleicht nicht mehr genau wissen, wie Discord funktioniert, gerade wenn es dann um diese Videochats geht, hier ist das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Wir können das mal ausprobieren, ganz kurz. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir vielleicht eine kleine Übung gerade absolvieren. Und ich bin in der Gruppe 13, die gibt es gar nicht, aber das ist jetzt meine Übungsgruppe. Und ich gehe in den Sprachchat rein. Und in diesem Sprachchat ist jetzt auch der Anton. Ich schaue auch gleich, dass Sie ihn hören, hoffentlich. Jetzt gehe ich mal in diese Gruppe rein. Also wenn ich in den Kanal reingegangen bin,
bin ich noch nicht in der Ansicht der Übungsgruppe. Da klicke ich nochmal drauf und dann sehe ich hier die Leute, die auch gerade mit mir in der Gruppe sind. Ich kann auch meine Kamera hier unten einschalten, wenn ich das möchte. Das ist vielleicht für die Übung ganz angenehm. Dann sieht man sich auch und dann ist das Ganze nicht so ganz anonym. Wie genau das abläuft und ob das für alle funktioniert, das klären wir dann in den kleinen Übungsgruppen ab nächster Woche. Ganz wichtig, unten gibt es so einen Mute-Button, wenn Sie nicht wollen, dass man Sie hört. Wenn wir jetzt ganz alleine reden wollen und über Anton lästern wollen, das machen wir natürlich nicht, aber damit er uns nicht hört, können wir ihn hier ein- und ausschalten oder wir schalten ihn wieder ein, wenn wir ihn loben wollen. Das funktioniert ohne Probleme. Richten Sie sich das so ein, wie Sie möchten. Es gibt natürlich auch solche Push-to-Talk-Sachen. Ist vielleicht nicht schlecht, dass man schnell weiß, wie man das Ganze ein- und ausschalten kann, auch wie man die Kamera ein- und ausschalten kann. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir in diesen Discord-Übungen die Möglichkeit haben, Bildschirme zu teilen. Und das machen wir deshalb, weil wir natürlich mit Ihnen über Ihren Code sprechen wollen. Also wir wollen nicht, dass wir hier irgendwie Ihnen dann einmal in der Woche noch das Übungsblatt vorlesen, sondern wir wollen hier produktiv, aktiv mit Ihnen an Ihren Lösungen tatsächlich arbeiten. Und Sie zeigen uns Ihren Quellcode im besten Fall. Oder was heißt im besten Fall? Das machen Sie. Wir sprechen dann über das, was Sie gemacht haben. Wir diskutieren das. Wir helfen Ihnen dabei, Dinge vielleicht zu verbessern. Und wir zeigen Ihnen auch, was Sie sehr gut gemacht haben. Damit das funktioniert, müssen Sie Ihren Bildschirm teilen oder müssen wir auch unsere Bildschirme teilen. Und das können Sie aus diesem Video- oder Audio-Chat machen, mit diesem zweiten Button Bildschirm übertragen und haben da die Möglichkeit, entweder Ihren gesamten Bildschirm freizugeben oder auch einzelne Anwendungen. Ich habe jetzt hier zufällig schon Android Studio auf und ich gebe jetzt mal nur mein Android Studio, also meine Entwicklungsumgebung, frei. Ich kann hier auch gewisse Einstellungen wählen. Wenn Sie Code zeigen und nicht irgendwie eine lauffähige App, dann können Sie die Bildrate ruhig reduzieren. Das spart ein bisschen Bandbreite und den Quelltext kann man dann trotzdem lesen. Wenn Sie dann auf Live gehen klicken, dann sehen Sie hier so eine kleine Vorschau dessen, was Sie gerade, jetzt in meinem Fall, ich mit Anton teile. Anton sieht das auch, kann jetzt verfolgen, wie ich vielleicht irgendwie programmiere oder wie ich gewisse Dinge sage. Irgendwann schaltet sich diese Preview auch aus, wenn ich das Fenster wechsle. Müssen Sie sich nicht wundern, die anderen Leute sehen das weiter. Und Sie können auch jederzeit diese Bildschirmfreigabe editieren. Also Sie können zum Beispiel die Übertragungsqualität anpassen, wenn vielleicht aus irgendeinem Grund es Bandbreitenprobleme gibt. Sie können auch das Fenster wechseln und Anton hat jetzt auch was freigegeben. Sie können sich die Streams der anderen Leute anschauen. Genau. Jetzt kriegen wir gleich super Echo-Effekte, aber das macht nichts. Und können jetzt wieder schließen und Sie können Ihre eigene Bildschirmfreigabe hier unten auch beenden. Und wenn Sie mit der Übung fertig sind, dann trennen Sie die Verbindung wieder und dann hört Sie auch keiner mehr. Das ist so der Überblick über Discord. Eine vielleicht gar nicht so unentscheidende Information noch. Hier im Chat können Sie Sachen reinschreiben. Oh, ich bin mit der Kamera über den Buttons, hat mir Anton gerade geschrieben. Das wäre zum Beispiel eine super Information, die ich gerade hätte lesen sollen. Und dieser Chat ist gar nicht so unwichtig, weil es in diesem Videochat selber keine Möglichkeit gibt, direkt irgendwie Nachrichten zu machen. Und wir müssen aber häufig Texte austauschen bei den Übungen. Vielleicht einen Link zu irgendeiner Erklärung, vielleicht einen Codeschnipsel oder sowas. Und dann entsprechend, ja, ich kann jetzt leider nicht weiter hochscrollen. Ich mache mal die Kamera aus. Da sind wir. Genau, also wir können auch alle Discord Nitro benutzen, egal, haben wir nicht. Das funktioniert schon. So, was ich nur als Letztes noch sagen möchte, wenn es irgendwas gibt, was während der Übung vielleicht relevant ist, was auch dauerhaft bestehen soll, irgendwelche Links, irgendwelche Hilfestellungen, dann posten Sie das immer in den Chat rein, den jede Gruppe hat. Da bleibt das dann bestehen und kann entsprechend dann auch später nachvollzogen werden. Okay. Das soweit zur kleinen Discord-Tour. Jetzt würde ich gerne starten, vielleicht noch so eine halbe Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn Sie Zeit haben, mit so einem ersten praktischen Einstieg. Ich würde Ihnen gerne ein paar Sachen zeigen,
die man mit Android Studio, mit der ersten App tatsächlich machen kann. Bevor wir da einsteigen, würde ich Fragen beantworten. Und die erste Frage kam ja gerade schon in dem Chat rein und ich sage jetzt was zu FlexNow. Das betrifft jetzt erstmal nur die Uni Regensburg Studierenden. Also nicht wundern, wenn sie jetzt irgendwie böhmische Dörfer oder sowas hören. Also sie können ja währenddessen sich eigene Fragen überlegen. Das Erste, was die Regensburger Studierenden machen müssen, wenn sie diesen Kurs für das Informationswissenschaft oder das Medieninformatikstudium einbringen möchten, ist, sich rechtzeitig, und die Anmeldung müsste jetzt eigentlich schon laufen, in FlexNow für die Übung bzw. für die Studienleistung der Übung anmelden. Also machen Sie das auf jeden Fall. Machen Sie das am besten diese oder nächste Woche noch. Ich glaube, dass die Frist sogar nächste Woche ausläuft. Melden Sie sich unbedingt als Regensburger Medieninformatik oder Informationswissenschaftsstudent, Studentin in FlexNow für die Übung zu diesem Kurs an. Nur dann können wir Ihnen... Moment, völliger Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Alles zurück. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Es gibt ja in diesem Kurs gar keine Studienleistung. Das ist ja das Schlimme, dass wir sie leider nicht verpflichten können, irgendwelche Programmieraufgaben zu machen. Genau. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Sie melden sich ganz normal später zu der Klausur und zu den Projekten an. Das sind die beiden Anmeldungen in FlexNow. Entschuldigen Sie, ich war gerade noch im letzten Semester. Genau, jetzt habe ich Sie völlig verwirrt. Das tut mir so leid. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war noch in einem anderen Kurs. Ich war mental noch im OOP-Kurs und nicht im Android-Kurs. Vergessen Sie, was ich die letzten 3 Minuten gesagt habe. Hören Sie mir jetzt noch einmal zu. Sie können sich noch nicht in FlexNow anmelden. Sie müssen sich auch noch nicht in FlexNow anmelden. Sie melden sich für diesen Kurs, wenn Sie den als Regensburger Student, Studentin anmelden möchten, verwenden möchten, zur Klausur an. Das kündigen wir an, wann die Anmeldephase losgeht. Und wenn Sie die Klausur bestanden haben, können Sie sich auch für das Projekt anmelden. Das sind die beiden Prüfungssachen, die Sie in FlexNow berücksichtigen müssen. Also Sie müssen sich oder können sich und sollten sich auch in VHB für diese entsprechenden Prüfungen anmelden. Und in der VHB können Sie sich dann auch als externer Student, als externe Studentin für die entsprechenden Prüfungen zu diesem Kurs anmelden. Also nochmal, es gibt keine Studienleistung, sorry. Sie melden sich nur zur Klausur und zu den abschließenden Projekten in FlexNow an. Gibt es weitere Fragen, die ich hoffentlich ein bisschen eloquenter beantworten kann? Wenn ich Sie irgendwas frage im Chat oder so und das so eine offene Frage ist, wie zum Beispiel, gibt es Fragen, dann können Sie mir gerne auch in den Chat immer reinschreiben, wenn es keine Fragen gibt. Damit ich dann einfach weiß, dass das, was wir irgendwie fortsetzen können und nicht irgendwie im Hintergrund vermuten muss, dass ganz viele Leute noch tippen. Also wenn es keine weiteren Fragen gibt, das gerne auch einfach schnell in den Chat posten. Wenn Sie als Regensburger Student, Studentin teilnehmen möchten, dann müssen Sie sich bei dieser VHB einmal registrieren, damit Sie sich dann zu den Kursen einschreiben können. Okay, jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass das Wichtigste geklärt wäre und die größten Missverständnisse erzeugt worden sind und wir vielleicht lieber uns auf das konzentrieren, mit dem ich mich ein bisschen besser auskenne als mit Prüfungsrecht, nämlich mit der Softwareentwicklung. Also nochmal letzte Möglichkeit, gibt es noch irgendwie organisatorische Fragen? Wenn nicht, ich habe Ihnen ja auch die Stelle gezeigt im Discord, wo Sie sich nochmal melden könnten. Okay, perfekt. Dann, Sie haben doch noch eine Frage. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie die Frage auch schnell reinschreiben in den Chat. Warten wir nochmal kurz, ob da noch was kommt.
während wir vielleicht darauf warten, dass sie ihre Frage formulieren. Ah, ach so, das ist eine ganz einfache Frage. Spielt keine Rolle. Also Sie können für die Android-Entwicklung Windows, Mac oder auch Linux-basierte Betriebssysteme verwenden. Ich glaube, dass es mittlerweile keine Unterschiede gibt. Es gab mal eine Zeit, wo die Entwicklung unter Mac sogar ein bisschen leichter war, weil man keine Gerätetreiber installieren muss, aber das ist alles, alles kein Hindernis. Also wenn Sie jetzt irgendwie ein Mac-Gerät benutzen oder haben, verwenden Sie das eigentlich. Wenn Sie ein Windows-Rechner haben, dann kann es, gerade wenn Sie bestimmte Hardware-Konfigurationen haben, vor allem AMD-Prozessoren oder auch Grafikkarten, dazu kommen, dass der Emulator, also dieses virtuelle Gerät, was wir uns auch gleich anschauen werden, mit dem Sie die Apps testen können auf Ihrem Rechner, ohne dass Sie ein physikalisches Gerät angeschlossen haben müssen, dass Sie da ein bisschen rumtricksen müssen, in Anführungsstrichen. Das betrifft aber nur wenige Leute. Es wird ja gerade eben auch schon gepostet. Und wenn Sie sich in Discord nochmal umschauen, da habe ich gestern auch schon so eine kleine Anleitung gepostet und die wurde auch schon ergänzt das erste Mal durch einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, die da nochmal eine extra Konfiguration, die bestimmte Probleme verursacht hat, gepostet hat und dann auch einen Tipp gegeben hat, wie man das lösen kann. Also nutzen Sie, was Sie haben. Es sollte eigentlich keine Probleme geben und die bekannten Probleme, die können wir dann auch tatsächlich lösen. Vielleicht ein ganz kleiner Hinweis noch. Alles, was Sie hier in dem Kurs machen, auch alle Demos, die wir machen, können Sie auf einem virtuellen Android-Gerät testen. Also niemand muss jetzt irgendwie auf die Idee kommen, dass er ein Android-Smartphone für diesen Kurs braucht. Viele von Ihnen haben eins, das haben Sie in der Umfrage angegeben. Aber diejenigen, die keins haben, die müssen sich jetzt keine Sorgen machen. Es kann sein, dass es manche Aufgaben gibt, die man auf einem physikalischen Gerät schöner ausprobieren kann. Das sind die Dinge, die dann was mit Sensoren zu tun haben. Also wenn ich irgendwie Location-Based Services benutze, ich möchte irgendwie eine Navigations-App machen oder ich möchte, dass irgendwas passiert, wenn ich mein Handy auf den Boden schmeiße, dann funktioniert das auch auf einem Emulator. Also Sie können diese physikalischen Kontextbedingungen auch emulieren. Das ist sogar sehr bequem geworden in den letzten Jahren, aber es funktioniert natürlich auf einem richtigen Gerät immer noch ein bisschen schöner. Das heißt, an den entsprechenden Stellen würden wir Sie dann auch entsprechend darauf hinweisen und wer dann ein physikalisches Gerät hat, der kann das vielleicht ein bisschen schöner ausprobieren. Aber es ist kein Muss und weil jetzt gerade eben auch schon im Chat nochmal irgendwie der Sonderfall für die neuen Macs gepostet wird, alles, was Sie selber auch merken, dass das vielleicht angepasst werden muss oder wenn Sie selber auf kleine Probleme oder sowas stoßen, auch wenn Sie die selber lösen können, wäre es super, wenn Sie das im Discord posten. Einfach weil es vielleicht andere Leute gibt, die dann die gleichen Probleme haben und dann muss immer nur einer recherchieren und die Leute profitieren dann von dem Wissen. Okay, so viel dazu. Dann jetzt eine kleine Überleitung zu dem, was wir jetzt gleich praktisch machen. Keine Sorge, keine Vorlesung oder so. Ich würde gerne nur ganz kurz eine Sache aus diesem ersten Foliensatz nochmal betonen wollen, die vielleicht, wenn man sich nur die Folien angeschaut hat, nicht so ganz rübergekommen ist. Also bevor wir jetzt die erste App entwickeln, würde ich Ihnen ganz kurz sagen wollen, warum Sie das eigentlich machen. Also warum ist irgendjemand auf die Idee gekommen, und das ist schon lange her, der Kurs ist 2010, 2011, glaube ich, das erste Mal an der Universität Regensburg angeboten worden. Und dann haben wir den irgendwann 2014, 2015, glaube ich, mit Passau gemeinsam in die VHB gebracht. Und wir hatten da irgendwie einen Grund dafür, uns zu überlegen, dass es sinnvoll ist, dass Menschen, die Informatik oder irgendwas Ähnliches studieren und vielleicht irgendwann in die Verlegenheit geraten, Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin zu werden, sich mit Android beschäftigen. Und der Grund dafür ist, dass mobile Plattformen an sich ein unglaublich großer Markt sind.
Und das meine ich jetzt gar nicht in so einem ökonomischen Sinne, dass man damit Geld verdienen kann, sondern dass einfach ganz, ganz viele Menschen vor allem Smartphones nutzen und Smartphones im Kopf haben, wenn sie von Computern reden. Die Regensburger Studierenden kennen wahrscheinlich Professor Nils Henze, und der hat das diese Woche in unserem Oberseminar ganz schön formuliert, und das finde ich eine super treffende Bezeichnung. Smartphones sind für viele Menschen die einzigen Computer, die sie nutzen, die ersten Computer, die sie nutzen, und in vielen Fällen auch die einzigen. Also so einen klassischen Desktop-Rechner haben vielleicht gar nicht mehr alle Leute. Ich habe Ihnen ein paar Statistiken in diese Folien reingepackt und die ein bisschen aktualisiert. Mehr als 90% aller Jugendlichen haben heutzutage einen eigenen Smartphone. In Klammern, wir sollten bei solchen Sachen auch so soziale Aspekte nicht vergessen. Es gibt immer noch Leute, die sowas nicht haben. Also ein bisschen über irgendwie digitale Teilhabe kann man dann auch diskutieren. Aber es gibt ganz viele Leute, die ein Smartphone haben. Es gibt 60 Millionen Smartphones irgendwie in Deutschland. Diese klassischen PCs werden immer weniger. 44% der Haushalte haben noch irgendwie so einen wirklichen Desktop-PC oder einen Laptop. Es steigt immer mehr der Konsum von Inhalten aus dem Internet über mobile Endgeräte. Fast die Hälfte oder mehr als ein Drittel aller Menschen in Deutschland greifen täglich irgendwie über ein mobiles Endgerät auf Dienste im Internet zu. Und natürlich kann man damit auch Geld verdienen. Es gibt einen großen Markt, es gibt viel Umsatz, was diese Apps angeht. Und das hat alles einen Grund, weil nämlich Smartphones ganz interessant sind. Die sind vergleichsweise kostengünstig und einfach zu beschaffen. Also Sie müssen weniger Geld dafür ausgeben, ein Android-Smartphone zu kaufen, als ein PC oder ein Laptop. Die sind relativ einfach zu bedienen. Also man braucht, wenn man vielleicht so im Laufe der 90er Jahre oder in Ihrem Fall vielleicht Anfang der 2000er Jahre geboren ist, relativ wenig Vorwissen, weil man einfach kulturell so geprägt ist, dass man diese Geräte gut bedienen kann. Wir können die an vielen, vielen verschiedenen Situationen und Orten verwenden. Ich bin nicht, also ich habe hier meinen Desktop-PC unter dem Schreibtisch. Den brauche ich auch für das, was ich mache. Aber, und wenn ich irgendwie Computer spielen möchte, aber den kann ich halt schwer rumtragen. Das ist ein Riesending und den kann ich nicht irgendwie in den Park stellen. Und wenn ich irgendwie beim Wandern bin oder beim Laufen bin und da vielleicht irgendwie einen computergestützten Dienst brauche, dann nehme ich mein Smartphone. Das ist wesentlich mobiler. Ich kann mit dem Smartphone auch mit der Umgebung interagieren. Ich weiß, wo ich bin. Ich kann vielleicht solche Sachen wie Temperaturdaten, Helligkeit etc. auslesen. Und ich kann, und das ist dann ein Beispiel für diese Wechselbeziehung mit dem Smartphone auch an diesen vielen verschiedenen Orten, in diesen verschiedenen Situationen auf Dienste zugreifen, die vielleicht irgendwie über das Internet angeboten sind. Und das alles sollte für Sie ein Anreiz alleine sein, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen, weil selbst wenn Sie sagen, das ist alles Unsinn und ich habe keinen Bock darauf, irgendwie mich mit Smartphones zu beschäftigen, weil ich das anders sehe. Das sind zum Teil Fakten. Und wenn Sie, ich habe sie unten aufgeschrieben, sich irgendwann mal Softwareentwickler, Softwareentwicklerin nennen wollen, dann sollten Sie in der Lage sein, auch für diese Anwendungsplattform zu entwickeln. Das heißt nicht, dass Sie das machen müssen. Sie können auch ganz viele andere Dinge machen. Sie können irgendwie serverseitig programmieren. Sie können klassische Desktop-Software implementieren. Da gibt es ganz, ganz viele immer noch wichtige Anwendungsfälle. Aber es gehört auch dazu, dass man weiß, wie man diese Anwendungsplattform bedient, weil die eben so extrem wichtig ist. Also das nur noch mal so zur Einordnung. Wir machen das deshalb, weil es einfach unglaublich wichtig ist und weil Smartphones, auch Apple-Geräte, auch wenn die ein bisschen teurer sind, für viele Menschen nicht nur der Einstieg in die Nutzung von Computer sind, sondern weil das tatsächlich der Ort ist, wo wir Menschen mit Software, mit computergestützten Programmen erreichen können. Deshalb machen wir das. Was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, in diesem ersten Schritt, ich möchte mir das hier anschauen. Ich möchte mir Android Studio mit Ihnen anschauen. Das ist die Entwicklungsumgebung, die wir nutzen werden. Und wir nutzen diese Entwicklungsumgebung Android Studio. Ich überspringe diese Folien, weil die haben Sie alle sich angeschaut. Wir benutzen diese Entwicklungsumgebung Android Studio, weil es ein bisschen komplizierter ist, eine App zu entwickeln, als ein Java-Programm zu schreiben an sich. Also wir haben ja auch schon
Und ich nehme mal an, das gilt für die anderen Leute auch. Kleine Frage in den Chat, damit ich nicht in den Vorlesungsmodus wechsle. Wer von Ihnen hat schon so einen ganz klassischen Java-Kurs besucht? Also irgendwie Einführung in die Programmierung mit Java, objektorientierte Programmierung mit Java. Schreiben Sie einfach mal Ja oder Nein rein, ob Sie irgendwie sowas mal gehört haben. Also die überwiegende Mehrheit sagt ja. Schreiben Sie mal in den Chat schnell rein, welche Entwicklungsumgebung Sie in dem Kurs eingesetzt haben. Also wenn Sie sich mal zurückerinnern, was war so der erste vielleicht Kurs an der Hochschule oder an der Universität? Und da haben Sie dann Java gehört und hoffentlich gab es einen praktischen Teil und da haben Sie irgendwie eine Entwicklungsumgebung verwendet. IntelliJ schreiben ganz viele Leute, Eclipse, vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, was es sonst noch so gibt oder gab. Das sind alles schon professionelle Werkzeuge. Und selbst wenn Sie irgendwie so didaktisch angehauchte Software wie BlueJay oder sowas gemacht haben, Sie haben irgendwie ein Werkzeug genutzt, um zu abstrahieren von diesem Bauvorgang. Also klassischerweise, wenn ich Java-Code schreibe, schreibe ich meinen Quellcode. Dann habe ich einen Compiler. Im Fall von Java wird da kein Maschinencode rausgeneriert, sondern Bytecode, der dann in dem nächsten Schritt von der virtuellen Maschine ausgeführt wird. Und das sind die Steps, die ich machen muss. Code schreiben, Compiler anwerfen, Class-Datei mit der Runtime ausführen. Das sind drei oder vier Schritte. Der Compiler in Java macht natürlich noch ein bisschen mehr. Da müssen wir jetzt nicht in die Theorie einsteigen. Aber das kann ich machen. Ich kann Code schreiben, ich kann den Compiler starten, das ist eine Konsolenanwendung, und kann dann auch dort direkt mein Java-Programm starten. Wir haben das selbst in diesen Einführungskursen selten so gemacht, weil einfach ein bisschen mehr dazu gehört. Ich brauche unterschiedliche Dateien, ich habe vielleicht Abhängigkeiten gegenüber bestimmten Bibliotheken und die Entwicklungsumgebung. Ich kann die Kamera wieder anmachen, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich dann irgendwas Wichtiges verdecke. Also ich weiß, dass Sie mich alle sehen wollen, ich würde mich ja auch ständig anschauen den ganzen Tag. Aber ich glaube fast, dass es wichtiger ist, dass Sie alles sehen. Aber ich lasse Sie jetzt mal an. Die Folien kennen Sie ja eh. Wir haben schon in diesen Anfängerkursen oder in diesen Beginnerkursen Entwicklungsumgebungen eingesetzt, weil es eben dieses Ganze drumherum gibt, was das Ganze ein bisschen komplizierter macht. In Android wird es noch komplizierter. Da müssen wir nicht nur den Quellcode schreiben, wir müssen nicht nur die Anwendung kompilieren, also den Quellcode kompilieren, wir müssen daraus auch irgendwie ein Paket bauen, das wir dann an das Smartphone oder den Emulator übertragen können. Da muss die App dann installiert werden und ausgeführt werden. Und das wollen wir nicht mehr händisch machen. Das können wir händisch machen. Es gibt für jeden dieser Schritte Werkzeuge, die man einzeln ansteuern kann. Es gibt Werkzeuge, die die Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem über USB angeschlossenen Smartphone herstellen und dann auch diese Übertragung handeln. Aber das ist sehr aufwendig. Und deshalb nutzen wir so eine integrierte Entwicklungsumgebung wie Android Studio, um das einfach ein bisschen leichter zu haben. Ich möchte Quellcode schreiben, ich möchte auf den Knopf drücken und dann möchte ich das Ergebnis sehen. Das ist der Grund, warum wir eben von Anfang an so eine relativ komplexe Entwicklungsumgebung einsetzen, weil einfach das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, auch ein bisschen komplexer ist. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen, und ich bemühe mich in Zukunft ein bisschen mehr auf die Zeit zu achten, eine erste kleine App entwickeln. Und wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund woanders hin müssen, dann gehen Sie bitte lieber in eine andere Lehrveranstaltung. Ich merke das ja, wenn die Leute dann so ein bisschen aus dem Stream rauströpfeln. Das ist überhaupt kein Problem. Schauen Sie sich den Rest dann später im Video an, wenn Sie möchten. Also, wenn Sie irgendwo anders hin müssen, gehen Sie lieber woanders hin. Aber wir können zumindest starten mit so einer ersten kleinen App. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach nur erstmal zeigen, wie so im Groben Android Studio funktioniert, wie man so eine erste kleine Hello World App generieren kann. Und ich werde Dinge anreißen, die erst in der nächsten und der übernächsten Woche dann vertieft werden. Da machen Sie sich überhaupt keine Sorgen, wenn Sie jetzt irgendwas nicht verstehen. Ist überhaupt kein Problem. Ich möchte Ihnen einfach nur, auch in dem Sinne, dass Sie mitprogrammieren können, wenn Sie wollen, einfach ein bisschen was zeigen, damit wir auch in dieser ersten Woche schon eine erste App haben, die man starten kann, die Sie, wenn Sie wollen, auch auf Ihr Smartphone installieren können und dann sagen können, ich habe auch in der ersten Woche von diesem Kurs schon eine App programmiert. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ist, dass wir
zumindest in dem Stream. In den Übungsaufgaben können wir das leider nicht immer schaffen, weil wir da manchmal wirklich auch theoretische Inhalte vermitteln müssen. In den Streams würde ich gerne immer eine App mit Ihnen bauen, die eine Motivation hat, die einen Grund hat. Also ich möchte nicht irgendwie eine Android-App bauen, die Hello World auf der Konsole ausgibt, weil das macht wenig Sinn. Also wenn wir uns mit mobiler App-Entwicklung auseinandersetzen, das haben Sie auch in dem ersten Foliensatz gehört, geht es immer darum, dass wir irgendwie für andere Leute einen Mehrwert produzieren. Wir wollen benutzerfreundliche Apps machen. Wir machen Software nur deshalb, weil es einen Grund dafür gibt, die Software zu machen. Software, gerade wenn wir über Softwaretechnik reden, über Software Engineering, existiert nicht per se um ihrer selbst willen, sondern weil es ein Problem gibt, das wir lösen wollen. Und deshalb versuchen wir immer einen kleinen Aufhänger zu finden, den wir benutzen können, um auch in diesen Toybox-Beispielen, also in diesen wirklich reduzierten, nicht komplett ausformulierten Beispielen, irgendeine Sinnhaftigkeit zu finden. Und was ich mir überlegt habe, weil ich selber auch, glaube ich, häufig sowas wie in den Stream einfließen lassen werde, also Füllwörter, und das bestimmt auch andere Leute machen, und ich mir vorstellen könnte, dass die Leute da vielleicht ein bisschen genervt von sind oder sie das auch lustig finden, bauen wir uns jetzt eine kleine App, mit der sie diese Amps, und ich habe gerade selber wieder einen gemacht, zählen können. Wir bauen uns jetzt eine Counter-App, und das ist unsere erste kleine Android-App, die am Ende so ausschaut, wie Sie das recht sehen, und mit der Sie meine Amps und die Amps anderer Dozierenden zählen können und sich dann darüber freuen können und austauschen können, wie viele das jetzt in diesem Stream schon waren. Quod erat demonstrandum. Alle Sachen, die ich Ihnen zeigen werde in diesem Stream, finden Sie immer auch als Lösungsvorschläge, als kommentierte Quellcode-Projekte in dem Ilias-Kurs verlinkt. Und in der Regel packe ich die Links auch in die Folien. Das heißt, wenn Sie sich diese fertige App jetzt schon mal anschauen wollen, über diesen QR-Code könnten Sie sich den herunterladen. Mir fällt gerade auf, dass QR-Codes zum Herunterladen von Programmierprojekten wahrscheinlich ziemlich sinnlos sind. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, das macht wenig Sinn. Also diese Datei, die Sie hier runterladen, die können Sie auf dem Smartphone wahrscheinlich wenig anwenden. Es gibt wahrscheinlich die wenigsten Leute, die irgendwie einen Laptop haben, mit dem sie programmieren, der gleichzeitig in der Lage ist, einen QR-Code über eine Kamera einzuscannen. Vielleicht gibt es die Leute, die meisten von Ihnen werden hier auf diesen Link klicken, sich das runterladen und dann entpacken. Aber trotzdem gibt es diese QR-Codes, und falls es irgendwie Ihnen hilft, könnten Sie sich darüber auch dieses fertige Softwareprojekt runterladen. Jetzt aber zu unseren ersten Schritten. Und ich habe Android Studio schon installiert und geöffnet, und ich würde jetzt gerne direkt die erste kleine App mit Ihnen programmieren. Die Folien finden Sie dann im Ilias-Kurs. Die packe ich dann zu der aktuellen Woche noch im Nachhinein hinein. Ich kann Ihnen auch, wobei wir jetzt ja von Anfang an, dass Sie brauchen keinen Startercode, wir fangen mit einem leeren Projekt an. Von daher brauchen Sie jetzt noch gar nichts, aber die Lösung, die packe ich Ihnen dann später rein. Ich baue jetzt gerade ein bisschen hier was um, Augenblick. Und dann bauen wir uns jetzt unsere erste App. Okay. Wenn Sie Android Studio installiert haben, kurze Frage an den Chat, haben Sie das alles schon gemacht? Also schreiben Sie mal schnell Ja oder Nein in den Chat, ob Sie Android Studio schon installiert haben. Also wenn Sie das schon installiert haben, dann könnten Sie jetzt theoretisch direkt mitmachen. Wenn nicht, dann sollten Sie das vielleicht noch nachholen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht zeigen, wie das funktioniert, wie das Installieren funktioniert. Das kriegen Sie wahrscheinlich schon hin. Sie laden sich dann über den Link die korrekte Variante für Ihr Betriebssystem herunter, installieren das und dann starten Sie das, und dann schaut es irgendwann so aus. Das schaut bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil Sie vielleicht ein anderes Farbtheme ausgewählt haben. Klammer auf, ich benutze hier dieses
explizit nicht das Standard-Farbtheme, weil sich dieses Farbtheme, was Sie hier sehen, das heißt Night Owl, im letzten Semester, glaube ich, ganz gut bewährt hat, um auf dem Stream erkannt zu werden. Und auch bei Menschen, die vielleicht irgendwie gewisse Farbschwächen haben, trotzdem gut ausgeschaut hat, beziehungsweise erkannt worden ist. Also das nur so als kleiner Hinweis. Ja, der Klopapierrechner, das wird eine unserer ersten Aufgaben sein. Ich hatte letztes Semester natürlich Corona-Beispiele. Leider ist das wahrscheinlich immer noch relevant. Die offizielle Version kostet mittlerweile 1 Euro pro Monat von dem Theme. Interessant. Also ich konnte es kostenlos installieren über die Plugins. Muss ich mich mal informieren. Also, es gibt ein Night Owl Theme in Android Studio. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie Glück, dass ich das vorher mal installiert habe. Falls das tatsächlich kostenpflichtig ist, müsste ich nochmal nachschauen, dass ich das dann vielleicht irgendwie ersetze durch was ähnlich Passendes, damit wir nicht irgendwie lizenzrechtliche Probleme bekommen. Das ist der Einstieg in Android Studio. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir erstellen uns ein neues Projekt. Und Sie werden sehen, dass so ein Android-Projekt zu erstellen ein bisschen aufwendiger ist, ein bisschen komplexer, sagen wir mal, als irgendwie ein Java-Projekt in IntelliJ anzulegen. Aber dafür ist es nicht komplizierter, weil wir so einen schönen Wizard haben, der uns da durchführt. Da können Sie nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Android-Apps mit so einem Click-Through-Wizard erstellen. Und wir halten uns aber gar nicht lange auf. Wir erstellen ein neues Projekt mit einer leeren Activity. Activity ganz kurz, das sind so die Grundbausteine unserer App. Da werden wir dann in der nächsten Woche noch intensiver drauf gehen. Letztendlich eine Activity ist eine bestimmte Klasse, die einen Bildschirm, wenn Sie so wollen, von Ihrer App tatsächlich beschreibt. Das kennen Sie vielleicht als Konzept von anderen Apps. Es gibt immer sowas wie ein Bildschirm, der bestimmte Informationen anzeigt, und dann kann ich zu einem anderen Screen wechseln, der vielleicht andere Teilbereiche der App zeigt. Und so eine Activity, das ist die Komponente, die diesen Baustein repräsentiert. Die kann man auswählen, dann kommt man in die nächste Einstellung und da geben Sie Ihrer App einen Namen, irgendetwas. Ich nenne den jetzt mal, oder ich nenne die App jetzt Counter. Ich glaube, dass das die richtige Schreibweise von der englischen Verschriftlichung von diesen Fülllauten ist, und kann ein Package Name angeben. Package Name, das ist ist mehr oder weniger die ID Ihrer App. Die muss jetzt an dieser Stelle nicht eindeutig sein. Später, wenn Sie eine App zum Beispiel verkaufen möchten oder in den Play Store bringen möchten, dann ist das dieser Package Name, den kennen Sie auch aus Java, gleichzeitig auch dieser ID für Ihre App, mit der die gegenüber anderen Apps unterschieden wird. Ich habe hier so eine Vorauswahl drin, die schaut bei Ihnen vielleicht auch ein bisschen anders aus. Das ist aber wirklich einfach nur ein Java-Package mehr oder weniger, was Sie auch schon aus anderen Kontexten kennen. Dann sagen Sie noch, wo das Ganze abgelegt werden soll. Android Studio macht das wie IntelliJ. Android Studio ist auch IntelliJ. Das heißt, das basiert auf der Entwicklungsumgebung, die Sie schon kennen. Deshalb kommt Ihnen das vielleicht gleich auch alles ganz, ganz bekannt vor. Und es gibt wieder einen Ordner mit dem Projekt. Da sind alle Dateien drin und hier wird einfach nur angegeben, wo dieser Ordner liegt. Das heißt übrigens für Sie auch, wenn Sie uns irgendwann mal Ihr Projekt, auch so einen Zwischenstand, vielleicht die Bearbeitung von einer bestimmten Übungsaufgabe zuschicken wollen, weil wir da einen Blick drauf werfen wollen und wir noch nicht an der Stelle sind, wo wir da vielleicht Versionsverwaltung für einsetzen, dann nehmen Sie einfach diesen Ordner, packen den in eine ZIP-Datei und können den dann mit beliebigen anderen Leuten teilen. Wir können auch auswählen, was für eine Programmiersprache verwenden. Android-Apps können jetzt direkt nativ entweder in Java oder in Kotlin geschrieben werden. Kotlin ist so die Programmiersprache, die wahrscheinlich, ich weiß es nicht, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wie sich das jetzt entwickeln wird, aber es werden schon viele Android-Apps in Kotlin geschrieben, ganz viele größere Apps steigen auch darauf um. Das ist wahrscheinlich die Programmiersprache, mit der auch in Zukunft Apps vor allem programmiert werden, wobei man da auch diskutieren müsste, ob es überhaupt sowas wie native Apps in Zukunft noch geben wird, etc. etc. Völlig egal. Wir nehmen Java nicht, weil das besser ist, sondern weil das die Programmiersprache ist, die wir kennen. Wir wollen
mobile Apps mit der Programmiersprache implementieren, die wir schon kennen. Und dementsprechend steigen wir jetzt nicht auf eine neue Programmiersprache um, sondern nutzen hier Java. Dann können Sie sagen, was das minimale SDK ist, mit dem Ihre App funktionieren soll. Da muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen was erklären. Es gibt verschiedene Android-Versionen. Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie ein Android-Gerät haben. Man kriegt eine Zeit lang Updates und irgendwann gibt es vielleicht eine große neue Android-Version und die kriege ich dann nicht mehr drauf. Das heißt, auf den unterschiedlichen Geräten laufen unterschiedliche Android-Versionen. Und was Sie hier sagen ist, meine App funktioniert auf allen Geräten, die zumindest diese Android-Version, das ist jetzt in dem Fall 8.0, tatsächlich haben. Und das SDK von Android ist nochmal selber eigennummeriert, deshalb gibt es hier diese API-Level und die korrespondieren dann mit verschiedenen Versionen von dieser Android-Plattform an sich. Und wenn Sie sich entscheiden möchten, was wäre da irgendwie was Sinnvolles, dann können Sie hier auf diesen Button klicken und dann sehen Sie so eine schöne Übersicht, die habe ich auch in die Folien gepackt, wie viele Geräte mindestens diese entsprechende Variante unterstützen. Also 99,8 aller aktiven Android-Geräte unterstützen die Version 4.1, 84% unterstützen die Version 6.0, 60% unterstützen die Version 8.0. Und was Sie als Entwickler und Entwicklerin machen, ist, Sie überlegen sich, auf welche Features, die vielleicht mit diesen Versionen publiziert worden sind, kann ich nicht verzichten und suchen sich dann diesen Sweet Spot aus zwischen ich erreiche möglichst viele Menschen und ich kann bestimmte neue Features aus den unterschiedlichen Versionen in meiner App nutzen. Das ist das, was man dann irgendwann, wenn es tatsächlich um Marktreife oder sowas geht, entscheiden muss. Wir lassen das mal bei dem, was da steht und klicken auf Finish. Und sind dann in der Ansicht von Android Studio. Ich baue mal ein bisschen hier um, mache das Ganze ein bisschen größer, damit Sie besser lesen können. Und ich hoffe mal, bestätigen Sie mir das kurz in dem Chat. Das schaut jetzt nicht so anders aus, wie das, was wir uns zum Beispiel im OOP-Kurs im letzten Semester angeschaut haben. Also ich glaube, Sie erkennen die groben Bereiche der Entwicklungsumgebung wieder, oder? Schreiben Sie mal kurz in den Chat, ob das stimmt. Ist jetzt nicht komplett neu, wenn Sie IntelliJ oder Eclipse benutzt haben. Das schaut schon so ähnlich aus. Links das Projektverzeichnis, rechts die offenen Dateien mit unserem Quellcode. Hier wählen wir irgendwelche Sachen aus, hier erscheinen die und dann können wir programmieren. Wenn eine Sache vielleicht anders ist, dann ist es die, dass Sie in diesem Projektverzeichnis unterschiedliche Ansichtstypen auswählen können. Also Sie können zum Beispiel mal auf Project Files gehen und dann sehen Sie tatsächlich, welche Dateien eigentlich dieses Projekt ausmachen und in welchen Ordnern die liegen. Wenn Sie in dieser Standardeinstellung Android bleiben, dann versteckt Android Studio vor Ihnen diesen tatsächlichen Dateibaum und stellt das in einer etwas übersichtlicheren Art und Weise dar. Also das ganz kurz als Hinweis, so wie das jetzt hier ausschaut, ist es nicht genau das gleiche, was auf der Festplatte liegt, sondern es ist so eine aggregierte, nach Klammer auf, kommt später, Modulen gegliederte Darstellung von Ihrem Quellcode und den zugehörigen Dateien. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Spielt für uns nicht so eine große Rolle, sollten Sie aber im Hinterkopf behalten, dass Sie von dieser Ansicht nicht auf das schließen können, was auf der Festplatte liegt. Das sieht man dann, wenn man in die Project-Files reinschaut. Eine ganz kurze Übersicht, was hinzugekommen ist. Sie sehen hier oben diesen Run-Button, den kennen Sie aus IntelliJ oder aus Eclipse. Der startet die Anwendung und der startet die auf einem angeschlossenen Android-Gerät oder auf einem Emulator. Und das ist jetzt das Interessante. Wir können nämlich virtuelle Android-Geräte erstellen, auf denen wir unsere Software ausführen können. Wir brauchen kein angeschlossenes Gerät. Wir können auf unserem Rechner ein Android-Gerät starten. Das sind die sogenannten Android Virtual Devices, also die virtuellen Android-Geräte. Und das ist überhaupt nicht kompliziert, weil das nämlich alles in Android Studio integriert ist. Wenn Sie hier oben in... Ich scheitere jetzt gerade an meiner Monitor-Konfiguration.
Gehe mal ganz kurz in den normalen Modus. Ich glaube, das stört Sie nicht, dass da unten so die Taskbar zu sehen ist. Da müssen wir jetzt durch. Wenn Sie hier oben in den Reiter Tools gehen, dann finden Sie, anders als in IntelliJ, ein paar mehr Einträge, und zwar ein Punkt AVD Manager. Das ist die Stelle, wo Sie in Android Studio selber neue von diesen virtuellen Geräten einstellen bzw. einrichten können. Und das können wir jetzt mal ausprobieren. Das brauchen Sie nämlich, wenn Sie jetzt Android Studio neu installiert haben. Wir gehen hier auf Create Virtual Device und dann können wir uns ein neues Smartphone aussuchen. Also was wollen wir für ein Gerät haben? Da sehen Sie hier ganz viele. Das sind dann Möglichkeiten, unterschiedliche Bildschirmkonfigurationen zu testen, weil man einfach quasi virtuelle Repräsentationen der eigentlichen Geräte nutzen kann. Und ich nehme jetzt mal dieses Pixel 3a. Das ist das, was wir auch für die Screenshots immer benutzen. Das ist so eine gute Mischung aus neuem Gerät, altem Gerät, was die Auflösung angeht. Und wenn Sie sich für irgendein anderes virtuelles Gerät entscheiden, ist das natürlich auch kein Problem. Dann suchen Sie sich aus, welches Gerät möchten Sie emulieren und welche Android-Version wollen Sie darauf installieren. Hier sehen Sie eine Liste der Android-Versionen, die auf diesem virtuellen Gerät funktionieren würden. Und wenn diese Android-Version noch nicht auf Ihrem Rechner installiert ist oder abgelegt ist, dann müssen Sie die vorher mit diesem Download-Button herunterladen. Das passiert auch alles automatisch, also keine Sorge, kein so großes Problem. Wenn Sie so eine Android-Version runtergeladen haben, dann wählen Sie eine aus und klicken auf Next und können, wenn Sie wollen, dem Ganzen einen Namen geben. Ich nenne das jetzt mal AVD for Stream und bestätige das Ganze mit dem Finish-Button und dann habe ich ein neues Android-Gerät. Das war überhaupt kein großes Problem. Vielleicht dauert es bei Ihnen ein bisschen länger, weil Sie den Content erst herunterladen wollen. Aber ich habe jetzt ein virtuelles Android-Gerät auf meinem Rechner. Das kann ich hier über diesen Button starten. Es dauert dann ein bisschen, gerade beim ersten Start. Aber dann sehe ich hier plötzlich ein virtuelles Gerät. Und wenn das gestartet ist, kann ich auf diesem virtuellen Gerät Android-Apps ausführen. Ich schließe mal im Hintergrund dieses Fenster und dann warten wir, dass der Emulator gestartet ist. Es dauert ein kleines bisschen. Es kann bei Ihnen länger oder kürzer dauern. Das hängt natürlich von der Hardware ab, die Sie einsetzen. Wenn Sie jetzt zu den Leuten gehören, die vielleicht gerade mit AMD-Hardware oder mit den M1-Prozessoren auf dem Apple vielleicht eine Konfiguration haben, die ein paar Probleme verursacht, dann wäre das jetzt wahrscheinlich die Stelle, wo Ihr Emulator abstürzt und wir uns dann im Detail nochmal unterhalten müssen. Aber im besten Fall schaut das irgendwie so aus. Da ist jetzt ein Android-Gerät, was läuft. Und es ist ein richtiges Android-Gerät. Also Sie können hier irgendwelche Apps starten. Also ich kann hier zum Beispiel in die YouTube-App gehen. Ich kann Medienstreams aus der Medieninformatik suchen. Und dann finden wir hier tatsächlich unseren Kanal aus der Medieninformatik. Wenn noch nicht geschehen, können Sie da mal auf Subscribe klicken. Dann kriegen Sie auch immer die Aufzeichnung wieder. Und dann können Sie ganz normal dieses Android-Gerät auf Ihrem Desktop nutzen. Wir können uns hier, wenn wir wollen, den ersten Foliensatz eingesprochen anschauen. Und alles funktioniert wunderbar. Warum machen wir das? Weil wir nicht irgendwie die Apps ausprobieren wollen, die hier installiert sind, sondern wir wollen unsere eigenen Apps ausführen. Und das können Sie direkt machen, nachdem Sie diese erste App erstellt haben, indem Sie einfach hier auf diesen grünen Button klicken, der klassischerweise in IntelliJ ja auch immer ein Programm gestartet hat und der jetzt hier genau das Gleiche macht. Und ich baue mal ein bisschen um, damit Sie beides gleichzeitig sehen. So und so. Und da sehen Sie dann tatsächlich die erste Android-App. Die ist automatisch erstellt worden. Da haben wir jetzt noch nicht so viel getan, aber die ist hier tatsächlich gestartet worden. Geben Sie mir mal Rückmeldung im Chat erstmal, ob das soweit bei Ihnen auch funktioniert hat.
Wenn es Probleme gab, könnten Sie. Okay, wie man das Gerät performancemäßig optimieren kann, können wir gerne im Discord noch besprechen. Sie können eine Hardwarebeschleunigung etc. Auswählen. Sie können, glaube ich, auch den Arbeitsspeicher erhöhen, den das Ganze hat. Also bei mir läuft es halbwegs flüssig. Können Sie auf jeden Fall machen. Das Gerät hat eine IP-Adresse, aber keine, die von außen zugänglich ist. Genau, also da kam gerade der Hinweis, Sie können natürlich ein physikalisches Gerät anschließen, habe ich am Anfang auch gesagt. Vor allem auch, dass es gewisse Vorteile gibt, die so ein physikalisches Gerät hat. Tonprobleme können eine Sache sein, später bei den Sensoren und Positionsangaben wird es noch ein bisschen wichtiger, wobei man das alles theoretisch auch emulieren kann. Kleiner Hinweis, wenn Sie Ihr Smartphone anschließen. Ich schaue gerade mal, habe ich irgendwas angeschlossen? Genau, ich habe jetzt hier gerade so ein Tablet zusätzlich angeschlossen. Sie müssen zwei Sachen machen, um Ihr physikalisches Gerät zu nutzen. Das müssen Sie dann gleich googeln. Aber da kommen Sie drauf. Sie müssen den Entwicklermodus aktivieren auf Ihrem Smartphone. Da müssen Sie in den Einstellungen auf die Seriennummer ein paar Mal draufklicken. Das ist so ein kleiner Hack. Das ist kein Hack, das ist einfach die Sache, wie Sie das machen müssen. Dann ist Ihr Android-Gerät ein Entwicklergerät. Dann schließen Sie das an. Beim ersten Mal werden Sie dann gefragt, ob Sie wirklich dieses Gerät an diesem Rechner als Entwicklungsgerät benutzen möchten. USB-Debugging müssen Sie natürlich auch aktivieren. Und wenn das alles eingerichtet ist, dann erscheint Ihr angeschlossenes Gerät hier in dieser Liste der Android-Geräte, die Android Studio erkannt hat. Und dann können Sie Ihre App auch direkt dorthin schicken und ausführen. Ja, es ist natürlich kein Hack. Es ist irgendwie eine sehr komische Art und Weise, wie man diesen Entwicklermodus im Android Studio tatsächlich aktiviert. Okay, also bei vielen Leuten funktioniert es, bei manchen nicht so ganz. Ich würde jetzt einfach mal mit diesem Stand weitermachen. Und dann können wir, wie gesagt, in den Übungen und so weiter uns über Detailprobleme gerne auch noch austauschen. Sie müssen nicht dieses Pixel 3 irgendwas verwenden. Das können Sie machen. Wir machen unsere Screenshots damit. Aber mal abgesehen von dieser Sitzung heute, versuchen wir Ihnen Sachen vorzugeben, auch was das Layout angeht, die auf allen anderen Geräten auch genauso ausschauen sollen und funktionieren sollen. Also müssen Sie nicht machen, können Sie machen. Wenn Sie lieber ein Pixel 5 oder sowas haben wollen, virtuell, dann holen Sie sich das. Was Sie hier sehen links, ist die erste Activity unserer Anwendung. Die wird automatisch erstellt, zumindest bei den meisten Leuten sollte die erstellt werden. Und so eine Activity ist, wie gesagt, die Klasse, die einen Bildschirm repräsentiert. Dieser Bildschirm hier wird durch diese Activity repräsentiert. Und wenn wir einen zweiten Bildschirm vielleicht irgendwie für Einstellungen oder sowas machen wollen oder für einen zweiten Bereich unserer Anwendung, dann würden wir eine zweite Activity erstellen und dafür sorgen, dass man zwischen denen hin und her wechseln kann. Das ist das Grundprinzip. Diese OnCreate-Methode, die Sie hier sehen, die hat jede Activity und die wird automatisch aufgerufen, wenn diese Activity startet. Das ist quasi der Einstiegspunkt in unsere Anwendung. Sie erinnern sich, in Java gibt es diese Main-Methode, da beginnt alles und in Android beginnt alles ein bisschen früher, aber diese OnCreate-Methode, das ist für uns als Entwickler und Entwicklerinnen die Einstiegsstelle in die Android-Entwicklung. Hier startet unsere Activity und hier fangen wir mit unserem eigenen Code an. Alles, was vorher passiert, macht die Android-Plattform automatisch, wenn unsere App startet und hier steigen wir in die Arbeit an. Hier schreiben wir unseren ersten Code und das, was wir hier hinschreiben als erste Zeile, wird zumindest, kann man sich das jetzt erstmal so vorstellen, als erstes ausgeführt, wenn die Android-App startet. Kümmern Sie sich nicht um irgendwas, was Sie nicht verstehen. Ich sage Ihnen nur die Sachen, die jetzt erstmal wichtig sind. Und das ist vor allem diese Zeile hier. Diese Methode, die können Sie deshalb aufrufen, weil wir hier so einen Vererbungsmechanismus haben. Jede Activity, die wir erstellen, erbt von so einer vorgegebenen Activity-Klasse, in diesem Fall eine ganz bestimmte Activity-Klasse.
heißt, alle Activities teilen sich einen gewissen gemeinsamen Nenner. Und mit dieser Set-Content-View-Methode, die jede Activity hat, sagen sie der Activity, was hier eigentlich dargestellt werden soll. Wenn wir die jetzt hier rausnehmen würden, gute Frage, was dann passiert. Schauen wir mal nach. Ich weiß nicht, ob die App abstürzt oder ob man einfach eine leere Activity sieht. Genau, man sieht einfach eine leere Activity. Sehen hier nicht diesen kleinen Text-View. Und das liegt daran, dass wir hier nicht dieser Activity mitgeteilt haben, was sie eigentlich anzeigen soll. Und dieses, was eine Activity anzeigt, das kann man im einfachsten Fall über eine XML-Datei angeben. Genau, also da steht noch ein bisschen was zum Netzwerk im Chat drin, also dass es nicht direkt zugänglich ist, dass sie aber aus dem Emulator aufs Internet zugreifen können. Diese Layout-Datei, also wie schaut diese Activity aus, welche Elemente werden da angezeigt, die finden Sie in diesem Standard-Android-Projekt, was da erstellt wird, unter RES, steht für Ressourcen, Layout und dann Activity Main XML. Das ist auch wieder sowas, was automatisch durch diesen Wizard, der am Anfang unser Projekt erstellt hat, erzeugt worden ist und das dann eine Vorgabe macht, wie unser Screen, unser User Interface ausschaut. Und ganz am Ende schaut das so aus. Das ist die Art und Weise, wie in Android, zumindest wenn man das nicht programmatisch macht, Layouts vorgegeben werden in so einer XML-Darstellung. Kurze Frage und nochmal der Hinweis, das kommt alles in der nächsten und übernächsten Woche, aber wer von Ihnen hat noch nie was von XML gehört? Also mal unabhängig davon, dass die meisten von Ihnen vielleicht noch nicht interpretieren können, was hier steht, weil sie sich noch nicht mit Android auseinandergesetzt haben, aber kennen Sie solche Dateien? Also sagt Ihnen diese Art und Weise was in so Tags, Elemente zu strukturieren? Okay, schaut irgendwie durchwachsen eher aus. Wir kommen da später noch zu. Wir brauchen das heute auch relativ wenig. Aber denken Sie dran, alles, was Sie so über Markup-Sprachen wissen oder über XML, das hilft Ihnen, wenn es um diese Layouts geht. Wie gesagt, in der nächsten Woche gibt es eine kleine Einführung, was eigentlich Markup-Sprachen sind. Genau, das schaut so ein bisschen aus wie HTML. Das ist einfach so eine strukturierte, computerlesbare Darstellung von dem User-Interface. Das hier ist ein Text-View. Das ist ein Element, was einen Text anzeigt, könnte man vom Namen erwarten. Und das heißt einfach, in unserem Layout gibt es einmal ein Text-View. Und wenn wir ein zweites Text-View haben wollen, dann würden wir das reinkopieren. Und dann würde, wenn diese Datei geladen worden ist, von unserer Activity ein zweites Textelement auch irgendwo angezeigt werden. Das ist das Konzept. Also eine XML-Datei repräsentiert so eine strukturierte Darstellung von dem Layout und die wird dann in der Activity geladen. Brauchen wir aber gar nicht, zumindest heute nicht, weil man das alles wunderbar mit so einem grafischen Editor machen kann. Hier sehen Sie, wie soll unser Layout ausschauen und da steht jetzt hier Hello World in diesem Text-View. Und das ist dieser Text-View und ich starte jetzt nochmal unsere Anwendung, damit wir das 1:1 dann auch im Emulator sehen. Wo bin ich? Da bin ich. Da bin ich. Dieses Text-View hier, was Sie hier sehen in dieser What you see is what you get Ansicht, ist dieses Text-View, was Sie hier sehen. Und Sie können dieses Element, die ganzen XML-Attribute und Eigenschaften, die Sie gerade hier im Code gesehen haben, auch über so einen grafischen Editor, den Sie hier sehen, editieren. Dazu müssen Sie wissen, welche Attribute, welche Eigenschaften von diesem Element beeinflussen. Wenn Sie hier oben mal nach Text suchen, dann sehen Sie hier einen Text und da steht Hello World und das ist der Text, der hier angezeigt wird. Wenn Sie da irgendwas anderes reinschreiben, zum Beispiel Hello Android, dann ändert sich hier der Text in der Vorschau. Und wenn ich meine App neu starte, dann ändert sich hier auch der Text. Wir haben das Layout geändert in der XML-Datei über diesen grafischen Editor. Und dann, wenn die Activity neu gestartet wird, wird dieses aktualisierte XML-File geladen und entsprechend angepasst. Kleiner Hinweis, dieses direkte Reinschreiben von irgendwelchen Texten
in die Attribute, das ist ein No-Go. Also das machen wir heute und vielleicht noch nächste Woche. Gewöhnen Sie sich das aber gar nicht an. Wir lagern solche, und Android Studio sagt einem das auch direkt, normalerweise in so explizite Ressourcendateien aus, wo dann alle Strings, die wir in dem User-Interface brauchen, zentral gesammelt werden. Dann entsprechend in diesem XML-Datei nur referenziert werden. Ich mache gleich den Split View gerne auch an, nur würde jetzt gerne erstmal ganz kurz mit dem grafischen Editor ein bisschen was zusammenklicken tatsächlich. Aber ich kann es Ihnen gerne mal zeigen, weil der Vorschlag ist natürlich berechtigt. Wenn wir bleiben wir mal dabei. Sie können das dann vielleicht in Ihrem Rechner ein bisschen besser einrichten. Der Hinweis ist nur, wenn Sie diesen Split View aktivieren, dann sehen Sie XML-Datei und gleichzeitig die Vorschau. Sie können auch hier dieses Fenster, diese Palette abbilden. Und dann, wenn Sie im XML arbeiten und irgendwelche Dinge ändern und ergänzen, dann sehen Sie gleich die visuelle Repräsentation. Das ist dann, wenn man, was man am Ende wahrscheinlich sinnvoll macht, vor allem im XML arbeitet, ganz gute Hilfsweise. Aber jetzt bei dieser Bildschirmkonfiguration möchte ich das gar nicht machen. Ich möchte jetzt hier diesen grafischen Editor mit Ihnen gemeinsam nutzen. Ich möchte mir jetzt mein UI für meine erste kleine Counter-App basteln. Und wir machen jetzt eine kleine Sache, wo Sie mir, genau, der Stream wird aufgezeichnet. Wir machen jetzt eine Sache, da müssen Sie mir jetzt ein bisschen vertrauen, weil ich kann Ihnen jetzt noch nicht alles hundertprozentig erklären, das würde zu weit führen. Wir löschen jetzt mal diesen Text-View hier raus. Also ich markiere den, drücke auf die Entferntaste und dann ist er rausgelöscht. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen in diesen Reiter Layout, wählen ein Linear Layout Vertical aus und ziehen das hier unten rein. Layouts, ganz, ganz kurz in zwei Sätzen zusammengefasst, sind Strukturelemente fürs User-Interface, die man nicht direkt sieht, die aber vorgeben, wie andere Elemente, die in diesem Linear-Layout angesiedelt werden, auf dem Bildschirm ausgerichtet werden. Und so ein Linear-Layout-Vertical sorgt dafür, dass alle Elemente, alle UI-Elemente, die wir da reinpacken, untereinander horizontal zentriert, wenn man das richtig einstellt, reingepackt werden in das User-Interface. Das müssen Sie mir jetzt einfach mal glauben. Sie müssen mir auch kurz vertrauen, dass wir das da irgendwie reingepackt haben auf diese Art und Weise. Sie müssen mir auch vertrauen, dass ich dieses Constraint-Layout heute noch nicht erkläre. Das ist jetzt einfach mal so. Das macht man auch später nicht so. Also das hier ist auch wieder so eine No-Go, diese Struktur. Wir machen das jetzt nur, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Also Linear-Layout hier reinziehen, Vertical. Und in diesem Linear Layout bauen wir jetzt unser User Interface. Und das machen wir jetzt einfach so, wie wir es gerne hätten. Ich nehme ein Text View, ziehe das hier unten rein. Und das soll die Überschrift von meiner App sein. Da soll irgendwie der Name von der App stehen oder soll irgendwie stehen, was bei mir ist neben dem weißen Feld noch ein blaues Feld. Alles, was nicht rein gehört, einfach rauslöschen, markieren und mit der Entferntaste betätigen. Ich möchte jetzt, dass hier irgendwie groß in der Mitte vom Bildschirm irgendwas steht, was den Leuten sagt, was diese App eigentlich macht. Und weil mir nichts Besseres einfällt, trage ich als Text nochmal ein. Und dann möchte ich, dass der Text zentriert wird. Und das kann ich mit der Eigenschaft Text Alignment machen. Das ist jetzt wirklich ein Klick, ein Zusammenklicken von den Eigenschaften, die dieses Textfeld haben soll. Nochmal der Hinweis, macht man später alles ein bisschen anders. Jetzt können Sie hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ah, okay. Ich glaube, dass das hier oben, was Sie gerade in den Chat reinschreiben, zu deaktivieren sind. Genau, da wählen Sie nur Design aus. Also Design und Blueprint ist wahrscheinlich das, was bei Ihnen gerade aktiviert ist. Und wenn Sie hier oben auf nur Design gehen, sollten Sie eine Einstellung haben, die dem entspricht, was ich auch gerade im Stream habe. Ja, also hier nochmal da auf Design gehen. Ich glaube, das sollte das Problem lösen. Okay, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie die Standardeinstellung, keine Ahnung.
Ich möchte jetzt, dass dieser Text ein bisschen größer dargestellt wird und ich verrate Ihnen, dass die Eigenschaft TextSize genau das macht. Da steht schon ein Wert drin, 14 SP. SP ist eine Größeneinheit für Schriftgrößen in Android. Die sorgt dafür, dass diese Zahl, die Sie da hinschreiben, also zum Beispiel in 14, relativ zur Display-Auflösung und relativ zur Standardschriftgröße gewählt wird. Informationen, die später nochmal vertieft wird, nur damit Sie das jetzt einordnen können. Und wenn Sie da eine größere Zahl einschreiben, zum Beispiel 36, dann wird dieser Text größer angezeigt. Und wenn Sie noch eine größere Zahl reinschreiben, 144, wird dann noch größer angezeigt. Und das ist jetzt das, was in unserem User Interface angezeigt wird. Dann würde ich gerne unter diese Überschrift noch irgendwie einen lustigen kleinen Subtitle schreiben und ziehe deshalb ein zweites Textview in das Linear Layout und sortiere das nach diesem zweiten Textview ein. Was schreiben wir da rein als Text? Vielleicht sowas wie come again, Mr. Professor. Irgendwas Lustiges, was Ihnen gerade einfällt. Wir wollen ja uns ein bisschen vielleicht mit dem nötigen Respekt über Leute, die Vorlesungen halten, nicht lustig machen, aber mit Ihnen gemeinsam vielleicht ein wenig schmunzeln. Und da können Sie irgendwas reinschreiben, was Sie wollen. Sie können auch hier wieder die Schriftgröße vielleicht ein bisschen anpassen. Und dann haben wir irgendwie so einen ersten Teil von unserem User Interface. Was wir machen wollen, ist, wir wollen zählen, wie häufig sich Leute versprochen haben. Und das heißt, wir brauchen irgendwie eine Stelle in unserem User Interface, wo diese Zahl angezeigt wird. Und das mache ich auch wieder mit einem Textview, das ich hier reinziehe. Und in dem Textview soll eine Zahl angezeigt werden. Die wird später aktualisiert. Deshalb schreibe ich da jetzt erstmal so einen Platzhalter rein als Text 00 und mache auch hier vielleicht die Schriftgröße wieder ein bisschen größer. Sorgt dafür, dass das Ganze zentriert wird. Und weil mir das jetzt nicht mehr so gut gefällt, wie das angeordnet ist, mache ich hier oben vielleicht die Schriftgröße ein bisschen kleiner. So 71 SP. Und dann sind wir vielleicht halbwegs glücklich mit diesem User Interface. Vielleicht noch eine kleine Erklärung drunter, diesen Counter, auch wieder als Textview. Also es ist jetzt wirklich, Sie klicken sich das User Interface zusammen und da schreibe ich vielleicht unter diesem Counter noch Arms counted. Machen wir das auch noch in die Mitte. Warum mache ich das? Ich arbeite ja am Lehrstuhl für Medieninformatik und uns, aber wahrscheinlich allen Leuten, die Ihnen irgendwie Softwareentwicklung beibringen, ist es ganz wichtig, dass Sie sich nicht nur auf diese technischen Aspekte konzentrieren, sondern auch darauf, wie man gute Software generiert. Software steht nicht für sich, sondern es gibt immer jemanden, der die Software verwenden möchte. Und wenn Sie irgendwelche Zahlen oder sowas haben, dann erklären Sie Ihren Leuten doch, die die App nutzen, was diese Zahl bedeutet. Und wenn irgendwo eine Zahl auftaucht und man die nicht automatisch erklären kann, dann ist es vielleicht super, sich so ein kleines Label darunter zu setzen, um zu verstehen, was da jetzt tatsächlich drin steht. Jetzt möchte ich noch drei weitere Sachen haben, und zwar drei Buttons, mit denen ich diesen Counter zählen kann und hoch oder verändern kann. Ein Plus-1-Button, ein Minus-1-Button und ein Button, mit dem ich diesen Counter wieder resetten kann für die nächste Vorlesung. Diese drei Buttons möchte ich horizontal nebeneinander angeordnet haben. Und im Moment haben wir ja so ein Layout, was die Sachen untereinander ansortiert. Layouts können aber ineinander verschachtelt werden. Das heißt, wir können uns jetzt hier so einen neuen Layout-Container, ein Linear Layout Horizontal, nehmen, den hier unten reinziehen und dann drei Buttons aus der Widget-Kategorie hier unten reinziehen. Button, Button und Button und damit unser User-Interface steuern. Die werden auch automatisch in der Größe angepasst, so dass da genügend Platz drin ist und die können wir jetzt konfigurieren. Erster Button hier ist vielleicht ein Minus 1, zweiter Button ist vielleicht ein Reset
Und der letzte Button ist ein Plus 1. Und damit das alles nicht so eng beieinander ist, können wir uns die Buttons nochmal vornehmen. Sie können auch mehrere Elemente gleichzeitig markieren. Und Sie können dann, wenn Sie hier oben mal nach Margin suchen, Außenabstände definieren. Also wie weit sollen diese Elemente voneinander entfernt sein? Und wenn Sie hier einfach mal pauschal bei diesem ersten Eintrag Layout Margin 5 dp eintragen, dann werden diese Buttons zu allen Seiten 5 Device Independent Pixel Abstand haben. Das heißt, je nach Pixeldichte wird dann der konkrete Density Pixel, Entschuldigung, natürlich. Nicht, aber, also es sind Density Pixel, aber die sind Device Independent. Ah, so rum wäre es richtig. Das heißt, aufgrund von der Bildschirmauflösung und der Pixeldichte werden diese Zahl 5 dann in einen absoluten Wert umgerechnet, der auf allen Bildschirmen ungefähr die gleiche Größe berücksichtigt. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie viel das genau ist. Also so ein Pixel dann repräsentiert eine tatsächliche physikalische Größe, die dann entsprechend auf diese relativen Werte umgerechnet wird. Ist aber auch völlig egal, Sie könnten da jetzt auch SP reinschreiben, das wäre eine andere Größenordnung. Pixel an sich würde auch funktionieren. Wir bauen uns ja jetzt irgendwie nur unser kleines erstes User Interface zusammen. Wir können auch, wenn wir wollen, hier vielleicht mal so einen Abstand nach oben für dieses erste Element definieren. Suchen Sie sich irgendwas aus, 20 Pixel oder sowas. Vielleicht wollen wir diesen mittleren Teil auch noch mal ein bisschen weiter abtrennen. Das heißt, da machen wir vielleicht mal sowas. Das ist jetzt alles nichts Responsives. Das heißt, es gibt bestimmt ein paar Probleme, die wir später auf anderen Geräten bekommen würden. Aber für heute sollte das erstmal so reichen. Und dann haben wir vielleicht unser kleines UI für unsere Counter-App zusammen und brauchen noch Programmlogik. Bevor wir das machen, probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir die App nochmal neu starten, jetzt mit diesem veränderten Layout-File. Und dann schaut das Ganze so aus. Sie können übrigens, oder Sie müssen übrigens nicht diese Dateien ständig speichern. Das macht Android Studio im Hintergrund automatisch, genauso wie IntelliJ. Das heißt, wenn Sie irgendwas editieren und dann neu starten das Ganze, dann wird die aktuelle Fassung der Datei verwendet. Schaut das bei Ihnen so ähnlich aus? Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein, bevor wir dann mal ein bisschen versuchen, noch Programmlogik zu implementieren. Schreiben Sie mal in den Chat rein. Also schaut das bei Ihnen so ähnlich aus? Okay, also die Leute, die mitmachen, bei denen schaut es vielleicht irgendwie so ähnlich aus. Und dann können wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen, wie wir dafür sorgen, dass wenn ich jetzt auf diesen Button hier klicke, das ist jetzt unser letztes Ziel, wenn wir auf diese Button klicken, diesen Zähler hier entsprechend anpassen. Gehen wir mal in die Main Activity. Und bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir dieses UI hier mit diesem Code hier verbinden, also wie diese Verbindung zwischen den UI-Elementen, dem User-Interface und unserem Programmcode aufgebaut wird, machen wir erstmal das, was wir jetzt schon machen können. Es ist eine ganz normale Java-Klasse und diese Programmlogik, diese Business-Logik, dass es einen Zähler gibt, der hoch, runter und zurückgezählt werden kann, die können wir jetzt völlig losgelöst vom User-Interface implementieren. Also bauen wir jetzt einfach erstmal ein bisschen Logik, um einen Zähler zu inkrementieren, zu dekrementieren und zurückzusetzen. Und wir beginnen damit, dass wir in der Klasse selber eine Instanzvariable erstellen, private int
current value. Das ist ein guter Name. Schlagen Sie gerne mal im Chat was vor, wenn Ihnen irgendwie gute Bezeichner oder sowas einfallen für das, was wir gerade programmieren. Ich nenne es jetzt mal counted. Vielleicht sowas. Und für diesen Wert können wir vielleicht auch initialisieren, wenn unsere Activity neu startet, mit einem einer Zuweisung ist gleich 0. Wenn wir ein bisschen besser wissen würden, wie Activities aufgebaut sind und wie die initialisiert werden, dann würde ich das hier so nicht machen. Das funktioniert heute so, aber so eine Initialisierung von Instanzvariablen in der onCreate-Methode muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen, ob das so eine super Designentscheidung ist. Aber heute funktioniert das. Wir haben unseren Zähler und ich möchte den Zähler hochzählen können, runterzählen können und resetten können. Und was macht man dann? Man erstellt sich Methoden, die genau das machen und die man dann an den anderen Stellen vom Programmcode aufrufen kann. Also machen wir mal eine Methode private void increase counter oder increase counter vielleicht jetzt einfach mal. Nein, machen wir es richtig. Counter, das ist jetzt einfach unsere Metapher oder im Deutschen ist der Bezeichner für diese Dinge, die wir zählen wollen, und das benutzen wir jetzt überall im Code als einen Begriff, den wir genau etwas zuordnen können. Was machen wir da? Wir nehmen uns den Wert und inkrementieren den. Wir machen uns eine Methode, die das Gegenteil macht, decrease counter. Können wir ein bisschen Programmlogik jetzt gleich noch einbauen. Wir schauen uns mal an, was dieser Counter gerade für einen Wert hat. Und wenn der noch größer als 0 ist, dann dekrementieren wir den, weil negative Dinge können wir schlecht zählen. Und als dritte Methode nehmen wir uns noch ein Reset-Counter. Und der weist dem Ganzen wieder den Wert 0 zu. Und wenn wir jetzt hier schon so eine schöne Methode haben, fällt uns gleich auf, dass wir Duplicate Code im Moment haben. Den nehmen wir gleich raus, indem wir hier die Methode, die das macht, entsprechend callen. Programmlogik implementiert. Vielleicht nicht die wichtigste und großartigste Programmlogik, aber unsere Business-Logik steht. Also wir können unsere eigentlichen Features auf der Programmebene umsetzen, nämlich diesen Counter. Und jetzt müssen wir diese Buttons verknüpfen. Wer von Ihnen hat schon mal mit JavaScript und HTML gearbeitet? Schreiben Sie einfach mal in den Chat rein. Ja, nein. Nicht so viele. Das Prinzip, was Sie da kennen. Okay, aber durchaus ein paar Leute. Wenn Sie mit JavaScript gearbeitet haben, dann kennen Sie bestimmt das Prinzip, dass Sie, wenn Sie ein HTML-Element verarbeiten möchten oder verändern möchten, dass Sie dieses Element erstmal selektieren aus dieser HTML-Website, und dann haben Sie so ein JavaScript-Objekt, was dieses Element repräsentiert, Document, Query Selector oder sowas, gibt Ihnen das Element zurück und dann verändern Sie das. Und das machen wir in Android jetzt genauso. Wir sorgen dafür, dass wir in dieser Activity ein Element haben, ein Objekt bekommen, was dieses Element hier repräsentiert. Also genau, so wie es gerade gesagt wird, in JavaScript ist das das Document Object Model, das DOM, aus dem wir Elemente rausfischen können, die wir dann in unserem Programmcode verändern. Und wenn wir die verändern, verändert sich auch das sichtbare Element im Browser. Und Android ist genau das gleiche Prinzip. Wir holen uns ein Java-Objekt, was dieses Element hier repräsentiert, und darüber können wir dann diese Eigenschaften von diesem Element im Quellcode editieren und dadurch dann entsprechend dieses User-Interface aktualisieren. Und das passiert, indem wir über eindeutige IDs, die diese Elemente haben, diese Java-Objekte referenzieren. Und wenn wir jetzt mal in die XML-Darstellung von diesem Layout reinschauen, dann sehen Sie
zum Beispiel hier eine Android-ID, TextView, TextView 2, TextView 3, TextView 4 und so weiter und so fort, Button, Button 2, Button 3. Das sind die IDs, die automatisch vergeben werden, wenn wir diese Dinge per Drag and Drop in das Layout ziehen. Und die sind Schwachsinn. Also damit können wir nichts anfangen. Natürlich wollen wir hier, genauso wie wir es in Variablen im Quellcode haben, eine ID vergeben, mit der wir später auch nachvollziehen können, was dabei steht. Das hier ist dieser Button hier. Und anstatt hier einfach den Button zu nennen, können wir die ID direkt im XML ändern. Und ich ändere diese ID jetzt zu Decrease Value Button. Dann kann ich später, wenn ich auf dieses Element zugreifen möchte, über diese ID, dieses Präfix add plus ID slash, das müssen Sie drin behalten, auf dieses Element zugreifen. Und das mache ich jetzt mal bei allen Elementen, die für mich wichtig sind. Das ist einmal dieser zweite Button und da müsste Reset stehen und nicht Reste. Reset Value Button und Increase Value Button. Und wenn wir schon dabei sind, können wir hier gleich in dem XML auch den Text ändern. Was brauchen wir noch? Ich brauche noch dieses Element hier, weil ich da später auch darauf zugreifen möchte, um den Text dort anzupassen. Und das müsste, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, dieses Element sein. Und das nennen wir Value Output Element. Irgendwie sowas. Suchen Sie sich was aus. Ich finde, das beschreibt, was das macht. Es gibt einen Wert aus. Und das haben wir jetzt hier mal angepasst. Jetzt kann ich in meiner Main Activity auf diese Elemente zugreifen, kann mir die Java-Objekte erzeugen und kann dann entsprechend mit diesen Elementen interagieren. Machen wir das mal mit einer ersten Methode. Und ich schreibe mir eine Methode, die den Wert von dem Counter-Element anpasst. Und das mache ich mit private void update counter value in UI, maximal kompliziert, int new value. Und in dieser Methode hole ich mir jetzt eine Referenz auf dieses Element und ändere dessen Inhalt. Wie mache ich das? Ich weiß, dass das Java-Objekt, was, Entschuldigung, was diesen TextView beschreibt, von der Klasse TextView ist. Also zu jedem User-Interface-Element, das es gibt, zu jedem Typ, gibt es eine korrespondierende Java-Klasse. Auch das wird noch ausführlich erklärt, die dann auf der Code-Ebene dieses Element repräsentiert. Und die Variable ist vom Typen dieser Klasse, TextView, die importieren wir auch, damit wir im Code damit arbeiten können. Alt-Eingabe sorgt dafür, dass das dann automatisch importiert wird oder der Fehler behoben wird. Das Ganze kriegt einen Namen, Output-Element. Und jetzt können wir die Methode benutzen, die gerade schon im Chat gepostet worden ist, findViewById. Das ist eine Methode, die hat jede Activity. Und der übergeben wir diese ID. Die schaut jetzt auf dieser Ebene ein bisschen anders aus, als wir die gerade eingegeben haben. Das ist dieses r.id. R ist so eine große statische Klasse, die automatisch erzeugt wird, in der ganz viele Dinge, die für die Android-App wichtig sind, abgespeichert werden. Unter anderem die IDs der User-Interface-Elemente. Und hier können wir uns die auswählen, die wir gerne hätten. Value-Output-Element. Und wenn das alles funktioniert und die Methode aufgerufen wird, gibt uns diese Methode in diese Java-Variable eine Referenz auf dieses User-Interface-Element zurück. Und da können wir jetzt darauf zugreifen. Und wenn wir die Methoden wissen, dieses Element beeinflussen. Ich sage Ihnen, dass es eine setText-Methode gibt, mit der können Sie ändern, was in diesem Element angezeigt wird. Und der übergebe ich jetzt den Wert, der als Parameter übergeben worden ist, als String. Also hier wird ein Int-Wert übergeben, den wandle ich in einen String um und trage den im User-Interface-Element ein. Das hier, kleiner Hinweis für die, die schon mal mit Android programmiert haben, ziehen wir später vielleicht noch woanders hin. Jetzt bleibt das erstmal an dieser Stelle so drin. Und jetzt haben wir eine Methode, die einen Int-Wert nimmt, das Element hier selektiert und den Wert ändert. Und das können wir gleich mal ausprobieren.
indem wir in unserer onCreate-Methode diese Methode aufrufen und irgendeinen Integer-Wert übergeben und mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt diese Activity neu starten. Dann sehen Sie, dass hier plötzlich 42 steht. Warum? Unsere App startet, onCreate wird ausgeführt, wir landen in dieser UpdateCounterValue in UI-Methode, die haben wir gerade implementiert. Wir haben vorher der Activity gesagt, mit welchem Layout sie arbeiten soll, haben aus diesem Layout heraus dieses Element hier selektiert, da stand 00 am Anfang drin, das war das, was wir in der XML-Datei angegeben haben, und dann haben wir hier entsprechend dieses Element genommen und das mit einem neuen Wert aktualisiert. Wir haben den Text, der in diesem Element angezeigt wird, überschrieben mit einem neuen Wert, und zwar dem, der hier auf dem Parameter basiert. Das ist das Prinzip, was in der Android-Entwicklung jetzt immer eingesetzt wird, wenn wir unser User-Interface aktualisieren wollen. Wir selektieren die Elemente und wir ändern über die Eigenschaften und Methoden der Java-Objekte, die diese Elemente repräsentieren, deren Erscheinungsbild, Inhalt etc. In der Regel selektiert man das nicht, dass jedes Mal, wenn man darauf zugreift, sondern vielleicht einmal zentral und benutzt danach dann irgendwie zum Beispiel Instanzvariablen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Was wir jetzt ergänzen, wir ergänzen in all diesen Methoden einen Methodenaufruf, Update CounterValue in UI, und übergeben dem den aktuellen Wert. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in unserer Programmlogik den Counterwert hochzählen, runterzählen oder resetten, ändern wir danach auch den Wert, der im User-Interface angezeigt wird. Auch hier wieder, das kann man anders machen, sollte man vielleicht auch später anders machen, aber im Moment ist das, glaube ich, eine gängige Lösung. Programmlogik wird ausgeführt, Counter wird resettet oder hochgezählt oder runtergezählt, danach wird das User-Interface angepasst. Und an der Stelle packen wir das noch in die If-Bedingungen mit rein, das müssen wir nur ausführen, wenn hier tatsächlich eine Änderung stattgefunden hat. Können wir das hier auch wieder rauslöschen, weil das wird ja schon automatisch dadurch passiert, dass wir hier die Reset-Methode am Anfang aufrufen. Das heißt, wenn wir das jetzt starten, steht da 0. Warum? Der Counter ist ein Int-Objekt, das wird automatisch mit 0 initialisiert. Wir könnten das zur Sicherheit hier auch nochmal in der onCreate-Methode machen und dann entsprechend die Reset-Counter-Methode aufrufen. Müssen wir nicht, Entschuldigung, ich bin völlig verwirrt, wir machen das ja hier explizit. Danach aktualisieren wir das User-Interface. Okay, wenn Sie jetzt noch bei mir sind, dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass diese Methoden hier, increaseArmCounter, decreaseArmCounter und resetArmCounter, ausgeführt werden, wenn diese Buttons angeklickt werden. Und das ist eigentlich auch ganz leicht, weil wir wieder diese Buttons selektieren, auch über die findViewById-Methode, und dann sagen wir den Buttons, wenn auf dich geklickt wird, führ bitte die Methode aus. Das machen wir mit einem Konzept, mit Listenern, das Sie auch schon aus anderen Kursen wahrscheinlich kennen. Machen wir das noch als letztes, und ich würde gerne eine extra Methode machen, private void init buttons. Und jetzt bewegen wir uns im Bereich der eventbasierten Programmierung. Wir führen diese Methode ganz am Anfang aus. Wir legen, wenn die App startet, den Plan fest, der ausgeführt werden soll, wenn später auf diese Buttons geklickt wird. Und wenn dann die Nutzer und Nutzerinnen irgendwann diese Buttons benutzen, rufen wir die vorbereiteten Methoden auf. Wie funktioniert das? Wir holen uns die Referenzen auf diese User-Interface-Elemente. Diesmal ist es kein TextView, sondern die Java-Klasse heißt Button, können Sie mir glauben. Wir erzeugen eine lokale Variable in der Methode, increase counter button, rufen die findViewById-Methode auf, schauen uns in dem Ressourcenbereich nach der richtigen ID aus oder um und rufen dann auf dieser Variable die Methode setOnClickListener auf, und die möchte jetzt, dass wir den Listener diesem Button mitteilen, der auf die Klicks reagieren soll. Und der Listener ist eine Instanz eines Interfaces,
View on Click Listener, der eine Methode hat, on Click, die automatisch aufgerufen wird, wenn dieser Button angeklickt wird. Observer Pattern und eventbasierter Programmierung sagt Ihnen was. Können Sie einfach mal Ja, Nein reinschreiben in den Chat, wenn das jetzt nicht was komplett Neues ist. Das haben wir ja zumindest in Regensburg gemacht und ich glaube, die anderen Leute, die externen, die kennen sich damit auch ein bisschen aus. Was jetzt genau passiert, auch hier wieder der Hinweis, wird in den nächsten Tagen aufgelöst. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal einen ganz einfachen Weg. Ich brauche hier als Parameter irgendeine Klasse oder eine Instanz einer Klasse, die dieses On-Click-Listener-Interface implementiert. Und ich kann was machen, was vielleicht der ein oder andere noch nicht gemacht hat. Ich kann die nämlich direkt inline definieren. Ich kann, wenn ich ein Interface habe, über sogenannte anonyme innere Klassen auf der Basis von einem bestimmten Interface mit diesem New-Operator direkt diese Instanz, die ich an der Stelle brauche, an dieser Stelle erstellen. Also ich muss die nicht in der Datei schreiben, ich kann die hier direkt anlegen. Und dann wird auch automatisch, wenn ich das mit der Code-Completion mache, die entsprechende Interface-Methode hier eingetragen. Also hier definieren wir quasi eine Klasse und erzeugen gleichzeitig diese Klasse und können in die OnClick Callback-Methode reinschreiben, increase counter-button. Also da rufen wir jetzt unsere Methode auf. Increase counter, sowas. Also wir selektieren diesen Button hier. Wir setzen auf diesen Button einen neuen On-Click-Listener. Den erzeugen wir hier als innere Klasse. Das ist ein Konzept, was wir uns dann in der zweiten Woche, glaube ich, nochmal ganz genau anschauen werden, damit Sie das hundertprozentig verstehen. Das ist jetzt nicht wichtig. Der Listener hat eine On-Click-Methode, die wird ausgeführt automatisch. Darum kümmert sich das Android, die Android-Plattform, wenn dieser Button angeklickt wird. Und als Reaktion darauf rufen wir die Logik-Methode auf, die wir gerade implementiert haben, die den Counter hochzählt und dann entsprechend auch das User-Interface anpasst. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Indem wir den Code nochmal neu starten. Und das scheint zu funktionieren. Also ich kann jetzt hier meinen Counter hochzählen. Die beiden Buttons funktionieren noch nicht. Und die werden jetzt aber auf genau die gleiche Art und Weise umgesetzt. Ich erstelle wieder eine Variable. Ich nenne die DecreaseCounterButton. Ich nehme die FindViewByIBD-Methode. Ich suche mir die ID raus, die ich dem Button vorher gegeben habe. Ich erstelle eine weitere Variable. ResetCounterButton. Ich rufe wieder die FindViewByID-Methode auf. Es ist immer das Gleiche. Das können Sie auch nicht oft genug machen, damit es einfach immer automatisch bei Ihnen irgendwann abläuft. Wenn ich ein Element brauche, Variable erstellen, FindViewByID-Methode aufrufen. Das ist zumindest jetzt am Anfang der Mechanismus, den wir dafür einsetzen. Das ist die ID, die wir brauchen. Und auch für diese neuen beiden lokalen Variablen setzen wir den On-Click-Listener. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie ich es geschafft habe, dass das automatisch funktioniert. Einfach mit Steuerung, oder wir können mal anfangen zu schreiben, New, dann mit Steuerung und Leerzeichen die Auto-Completion aktivieren, den ersten Eintrag auswählen und in der Callback-Methode dann die entsprechende Methode, die wir selber erstellt haben, für die Logik aufrufen. Das ist die Decrease Counter-Methode. Und wenn wir das für den Decrease-Button gemacht haben, dann machen wir das Ganze auch noch für den Reset-Counter-Button, dem wir auch einen On-Click-Listener spendieren und der genau das Gleiche macht, nur mit der Reset-Methode. Und wenn wir das eingetragen haben in unseren Code und dann die Anwendung starten, dann haben wir unsere erste Android-App. Wenn Sie da jetzt nicht hundertprozentig mitgekommen sind, vielleicht irgendwo aussteigen mussten wegen technischen Problemen, den Code, wie gesagt, können Sie sich herunterladen und anschauen. Sie können sich ja auch das Video nochmal anschauen und dann das versuchen, entsprechend nochmal nachzuvollziehen. In dem Code, den ich Ihnen bereitstelle, gibt es dann auch entsprechend Kommentare dazu, warum das so aufgebaut ist.
und was da passiert. Aber nochmal ganz, ganz wichtig der Hinweis, das war jetzt wirklich nur ein erster Überblick. Und wir sind da ganz schnell durchgelaufen mit dem Ziel, dass wir eine erste App haben, die wir zeigen können und mit der wir irgendwas machen können. Und all diese kleinen Dinge, die Sie jetzt auf dem Weg aufgegriffen haben, wie funktionieren Layouts, wie greife ich im Code auf Elemente zu, wie registriere ich Listener, wie sehe ich vielleicht oder wie verknüpfe ich dann tatsächlich auch diese beiden Ebenen, also meine Reaktion auf Listener und die dann entsprechende Programmlogik. Das wird alles Teil von diesem Kurs sein. Wir werden jetzt die ersten Wochen damit verbringen, dass wir diese Grundlagen uns anschauen, dabei auch ein bisschen in die Tiefe gehen und mehr als nur Android machen, weil wir auch die entsprechende Softwaretechnik-Grundlage dazu ein bisschen näher interpretieren. Und dann werden wir uns, wenn wir auf dem Niveau sind, dass Sie das verstanden haben, die weiteren Teilbereiche des Android-Frameworks anschauen. Wie nutze ich Sensoren? Wie baue ich vielleicht ein Kamerabild ein? Wie kann ich eine Datenbank verwenden, damit, wenn ich diese App schließe, diese Sachen nicht verloren gehen, sondern für die nächste App-Nutzung tatsächlich verwendet werden? Wie kann ich eine Karte vielleicht einbinden? Was gibt es denn sonst noch so für interessante Features in Android, die ich benutzen kann, um dann ganz spezifische Use Cases tatsächlich umzusetzen? Aber nochmal, ersten Wochen, zumindest so bis zur dritten Woche, werden jetzt diese Grundlagen sein und dann geht es immer weiter mit diesen interessanteren Sachen, die Sie dann immer wieder mit so einem kleinen Beispiel anwenden können. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Sind ja doch noch ein paar Leute jetzt bis zum Ende da geblieben. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Freitag, dann wieder mit einem kleinen praktischen Beispiel. Wir sehen uns auch wahrscheinlich in einem kleinen Lernvideo für die nächste Woche. Mal schauen, ob ich Ihnen die nächste Vorlesungssitzung dann zumindest in Stücken neu einspreche. Und wir sehen uns natürlich auch im Discord, wenn Sie das wollen, wo Sie dann Fragen stellen können, wo Sie untereinander kommunizieren können, wo Sie auch alles, was Sie jetzt schon so gepostet haben im Chat, irgendwelche Tipps, was bei Ihnen funktioniert hat, was nicht bei Ihnen funktioniert hat, auch gerne noch mit den restlichen Leuten aus dem Kurs teilen können. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.